paar Worte vorab. Erstmal schön, dass wir hier auf diesem Hof sein können, auch dank unseren Nachbarn hier im Haus. Das ist das Brecht-Weigel-Museum und das Bertolt-Brecht-Archiv. Für uns als Literaturforum im Brechthaus sind Outdoor-Veranstaltungen auch immer noch eine Form von Outdoor-Adventure. Also haben Sie bitte Nachsehen, falls mal das eine oder andere nicht ganz so technisch perfekt abläuft, wie es uns im Saal gelingen würde. Das betrifft insbesondere die Akustik. Zur Wettersituation. Wir erwarten weder Regen noch Sturm oder Gewitter. Regenschirme finden Sie ausgeteilt, auch an Ihren Stühlen. Es gibt einen Notfall-Evakuierungsplan ins Treppenhaus und in den Saal. Ich hoffe nicht, dass es soweit heute Abend kommen muss. Dann müsste ich Sie auch bitten, dass Sie dann die Maske auftragen. Ohnehin gilt oberstes Gebot, ja, Abstand halten. Insgesamt für den Innenbereich. Und also alles Weitere, ja, wie man sich richtig die Hände wäscht, finden Sie auf dem WC erklärt. Die Niesetikette sieht vor, sich in den Ellenbogen abzuniesen und so weiter und so fort. Kurzum, wir werden hier einen ganz wunderbaren Abend miteinander verbringen. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus zur Eröffnungsveranstaltung unserer Themenwoche Umwelten, Literatur zwischen Öko- und Technosphäre. Das Verhältnis von Mensch, Natur und Technik unterliegt einem fortwährenden Wandlungsprozess. Literatur bildet diesen Prozess nicht einfach nur ab, sondern ist aktiv an der diskursiven Ausgestaltung, Aushandlung des Verhältnisses von Mensch, Natur und Technik beteiligt. Wir wollen uns eine Woche lang Zeit nehmen, um zu diskutieren, die verschiedenen Zugänge der Literatur zu unseren natürlichen und künstlichen Umwelten. Und wir wollen das Thema in seiner ganzen Bandbreite auffächern. Zu meiner großen Freude ist es uns gelungen, durchweg herausragende Gäste einzuladen und in unsere Programmwoche einzubinden, so auch heute Abend zur Eröffnungsveranstaltung unter dem Titel Literarische Umwelten in Poesie und Prosa. Wir dürfen uns gleich freuen auf die Schriftstellerinnen und Schriftsteller Nico Bleutke, Ulrike Dresner, Daniela Seel, Nell Zink, moderiert von Solveig Nitzke. Das gesamte Programm finden Sie auch in einem eigens erstellten Programmheft mit kurzen biografischen Angaben zu allen Mitwirkenden, wenn Sie die eine oder andere Veranstaltung nicht hier mit dabei sein können. Wir fertigen Audio- und oder Videostreams an, wie auch heute Abend. Ein Kameramann ist vor Ort. Das kann kurzzeitig mal zu kleinen Sichtbeeinträchtigungen führen. Unser Anliegen ist es aber, tatsächlich eine größere, maximal große Öffentlichkeit an dieser Veranstaltung teilhaben zu lassen. Ein großer Dank gilt dem Hauptstadtkulturfonds. Ohne die großzügige finanzielle Förderung des Hauptstadtkulturfonds wäre diese Themenwoche nicht möglich gewesen. Ein weiterer Dank gilt unseren Medienpartnern, das ist Deutschlandfunk Kultur, sowie die Zeitschrift Die Dritte Natur, die bei Mattes und Seitz Berlin erscheint. Jetzt aber noch ein dritter und ganz wichtiger Dank zum Schluss. Besonders herzlich an Steffen Richter, der hier schon neben mir Platz genommen hat. Er hat die Umweltenprogrammwoche mit ganz großem Engagement, vor allen Dingen aber auch mit ganz großer Expertise konzipiert. Mein Name ist Christian Hippe. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind. Ich gebe jetzt das Wort an Steffen Richter weiter und wiederhole nochmals, es steckt sehr viel Arbeit im Vorfeld in dieser Programmwoche. Also begrüßen Sie bitte Steffen Richter mit einem ganz herzlichen und großen Applaus. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur Projektwoche Umwelten, Literatur zwischen Öko- und Technosphäre. Ich werde den Dankesreigen fortsetzen und ich danke natürlich erstmal Christian Hippe, dem kommissarischen Leiter des Literaturforums im Brechthaus. Es ist ja nicht nur so, dass Sie uns hier beherbergen als Umwelten, sondern der Anstoß kam auch von hier. Also Christian, vielen Dank. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Brechthauses, die im Vorfeld, während und nach der Veranstaltung hier ziemlich viel Arbeit haben werden, schon gehabt haben. Es ist natürlich eine ganz große Freude gewesen, dass der Hauptstadtkulturfonds diesen Konzeptantrag als förderungswürdig erachtet hat und wir diese Projektwoche durchführen können. Ganz besonders möchte ich aber noch danken Katrin Marx von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa,
die unter nicht ganz immer einfachen Bedingungen hier sehr, sehr viel für uns ermöglicht hat. Und Christian hat es schon gesagt, unser Medienpartner, der Deutschlandfunk Kultur, wird einige Veranstaltungen begleiten oder resümieren und die Zeitschrift Dritte Natur, Technik, Kapital, Umwelt bei Meidus und Salz Berlin wird wahrscheinlich in großen Teilen die Projektwoche dokumentieren. Vielen Dank auch an diese beiden. Lassen Sie uns über Umwelten reden. Der Seeigel, meine Damen und Herren, der Seeigel, sollte man meinen, lebt in einer Wasserwelt mit Algen, Steinen und Krebsen, hin und wieder einem Surfbrett oder Motorboot. Tatsächlich aber, so Jakob Johann von Uexküll, existieren diese Dinge für den Seeigel nicht. Sein Merknetz, so Uexküll, registriere in Form von Hell- und Dunkelstufen nur jene Reize, die für ihn geeignet sind. Was aber für ihn geeignet ist und wie er auf diesen Reiz reagiert, das legt ein Bauplan fest, der in jedem Tier das Verhältnis von Innenwelt und Umwelt bestimmt. In der Welt des Seeigels gibt es also nur Seeigeldinge. Zu ihnen zählen weder die Sonne, noch die Vögel, noch das vorüberziehende Segelboot. Mehr noch, Seeigel und Welt sind so eng aufeinander bezogen, als wenn es nur eine Welt gäbe und nur einen Seeigel. Dieser Seeigel trägt seine Umwelt, an die er immer schon ganz perfekt angepasst ist, als ein, ich zitiere, undurchdringliches Gehäuse sein Leben lang mit sich herum, als einen ganz spezifischen Eigenraum in einer ganz spezifischen Eigenzeit. Das wäre in groben Zügen das Konzept von Umwelt, das der Biologe und Zoologe Jakob Johann von Uexküll vor ungefähr 100 Jahren entworfen hat, in dem Buch Innenwelt und Umwelt der Tiere. Aber ist dieses Buch auch der Ort, von dem aus unser heutiges Hochfrequenzwort Umwelt seinen Ausgang genommen hat, von dem es migriert ist in die Gefilde der Biologie, der Naturwissenschaften und später in die sozialen Geisteswissenschaften? Ist es der Ausgangspunkt dessen, was wir heute mit Umweltproblem, Umweltgeschichte, Umwelttechnik oder Umweltpolitik bezeichnen? Uexkülls Umwelt ist ein hochgradig relationales Konzept, das Um- und Innenwelt immer aufeinander bezieht. Dass Umwelt ein Ding außer uns ist, das uns entgegensteht und zu dem wir uns verhalten können, ist erst ein Ergebnis der Aneignung und Umformung von Uexkülls Ideen durch seine Kollegen. Natürlich wurzeln diese Umdeutungen in Unschärfen und Problemen, die Uexkülls Vorstellungen selbst anhaften. Zunächst, wenn jedes Tier in seine Umwelt wie in eine Kapsel eingeschlossen ist, die mit nichts und niemandem kommuniziert, dann steht dieser radikale Individualismus allen wissenschaftlichen Objektivierungs- und Verallgemeinerungsbestrebungen strikt entgegen. Befremdlich ist zudem die festgezurrte anti-evolutionäre Statik aller Verhältnisse, die der Antidarwinist, der bekannte Antidarwinist Uexküll unterstellt. Folgenschwer scheint mir aber vor allem, dass Uexküll einem Zusammenspiel von Organismus und Außenwelt das Formel im Prinzip allein im Tier und keineswegs in der Außenwelt verortet. Resümierend dekretiert er sogar, das Tier bilde den Mittelpunkt seiner Umwelt, der es als selbstständiges Subjekt gegenübertritt. Damit ist zumindest die Anschlussfähigkeit an die Standards westlicher Rationalität seit René Descartes gegeben. Umwelt kann so in einem Subjekt-Objekt-Verhältnis konzipiert werden, das fatalerweise Zurichtungsbegehren Tür und Tor öffnet. Doch wer Umwelt so denkt, blendet Uexkülls Ideen von Relationalität und Zusammengehörigkeit von Organismus und Umwelt aus. Es hat also durchaus seine Richtigkeit, dass der Umweltbegriff unserer Projektwoche als eine Art Gesprächshorizont dient. Zum einen sind die Gründe und die Umstände seiner Karriere und gegenwärtigen Konjunktur viel zu wichtig, als dass man sie ignorieren könnte. Zum anderen beschreibt der Begriff die Realität unseres Status quo mit all ihren Problemen. Denn anders als der benachbarte und zuweilen konkurrierende Begriff der Natur, ist Umwelt immer auf ein Individuum bezogen, um das herum eine Welt sich erstreckt. Der Begriff haftet also ein gewisser Anthropozentrismus an, also die Vorstellung, um das Ich herum gäbe es eine Welt, die ihm verfügbar ist. Diese Vorstellung hat mit Uexküll zwar rein gar nichts zu tun, aber sie hat bekanntlich einigen Schaden angerichtet. Dieser Schaden
lässt sich beobachten in Fernsehbildern, wie beispielsweise in Hurrikan oder Taifun die amerikanische oder asiatische Küstenregion verheeren. Dieser Schaden lässt sich aber längst auch ohne mediale Vermittlung, technische mediale Vermittlung, unmittelbar und sinnlich erfahren. Etwa, wenn man durch die Uckermark fährt und die vertrockneten, abgeernteten Felder sieht, die lange vor der Zeit abgeerntet werden mussten, weil sie vertrocknet sind. Oder wenn sie einfach die Temperaturen dieser Tage vor Augen haben. Es dürfte also niemand mehr verblüffen, dass die sogenannte Umwelt sehr viel mit uns und wir sehr viel mit ihr zu tun haben. Oder wie der Wissenschaftssoziologe Bruno Latour bemerkt, fortan ist nicht mehr zu leugnen, dass es teilweise an uns liegt, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Wenn hier in den nächsten Tagen also von Umwelt die Rede sein wird, könnte es darum gehen, den Begriff zu differenzieren und pluralisieren, zu mobilisieren und historisieren. Zentral dabei dürfte die Aufhebung der fatalen Gegenüberstellung von Mensch und Umwelt sein. Es gibt nicht mehr genug Objekthaftes, sich den Menschen entgegenzusetzen, schreibt Latour, und nicht mehr genug Subjekthaftes, sich den Objekten entgegenzusetzen. Alles deutet darauf hin, dass hinter der Phantasmagorie der Dialektik die metamorphische Zone wieder sichtbar wird. Alles Latour. Freilich, das kratzt an den Grundlegungen des dominanten westlichen Selbstverständnisses. Uns erstaunt dann doch, dass die hochaktuellen Überlegungen von Latour und Yüksels 100 Jahre alte Einsichten einige Überschneidungen aufweisen. Denn während Latour unter Aufhebung von allen Subjekt-Objekt-Verhältnissen die gesamte Erde mit ihren organischen und anorganischen Bestandteilen in ihrer Materialität und Lebendigkeit als Gaia begreifen möchte, schreibt Yüksel von der Gewissheit, ich zitiere ihn, dass die Natur und das Tier nicht, wie es den Anschein hat, zwei getrennte Dinge sind, sondern dass sie zusammen eine höhere Einheit bilden. Wenn wir nun tatsächlich in Latours metamorphischer Zone leben, dann ist sie heterogen und beweglich. Zu ihr gehört zunächst die Ökosphäre, also der Raum unseres Ökosystems. Er beginnt etwa 5 Kilometer unter der Erdoberfläche in den oberen Schichten der Lithosphäre, umfasst dann weiter die Hydrosphäre und Biosphäre bis in die Atmosphäre hinein, ca. 60 Kilometer über der Erdoberfläche. Zu dieser vermeintlich natürlichen im Sinne von gegebenen Welt gehört aber längst eine kulturelle im Sinne von geschaffene Welt. Das wäre die Techno- oder Anthroposphäre, das vom Menschen gemachte. Doch was die symbolische Welt der Sprache so fein säuberlich trennen kann, ist in der materiellen Realität heillos miteinander verwoben. So wie die Technosphäre permanent aus der Ökosphäre hervorgeht, so wirkt die Technosphäre permanent und sie verändernd auf die Ökosphäre zurück. Und vor allem weder Öko- noch Technosphäre stehen den Menschen gegenüber. Wenn ich von Umwelt spreche, dann geht es mir immer um Rückkopplungen, Gleichzeitigkeiten, um ein Mit und Mit, in und Miteinander von Mensch und Welt. Es geht darum, dass wir Subjekte heillos mit neuen Formen von Objekten verklebt sind, wie Timothy Morton in treffender Bildlichkeit beschreibt. Diese doppelte Verwobenheit, die von natürlichen und kulturellen Dingen in der Welt und die von uns mit der Welt, könnte, zumindest in meiner Vorstellung, die Gespräche und nicht zuletzt die Lesungen überwölben, die hier in den nächsten 7 Tagen stattfinden werden. Denn natürlich soll es vor allem darum gehen, wie Literatur sich in dieser Gemengelage bewegt. Das heißt, wie sie auf ihre so verstandenen Umwelten reagiert und in ihnen agiert. Wie sie von sich fernhält oder sich als ihren Bestandteil begreift. Und wie sie diese Umwelten und dabei sich selbst gestaltet. Ästhetiken beschreiben und analysieren das Verhältnis von Texten zu deren Umwelten und Umweltwahrnehmungen. Die Techniken der Formgebung jener Wahrnehmungen aber konstituieren literarische Poetiken. In ihnen spielen Verfahren der Perspektivierung von Wahrnehmungen eine Rolle. In ihnen geht es um räumliche und zeitliche Dimensionen von Diegesen oder die Verteilung von Handlungsmacht auf literarische Akteure. In ihnen wird verhandelt, ob und wann Formgebung bereits ein Akt der Aneignung ist und ob und wie eine nicht vereinnahmende
und Bedeutungen zuweisende Formgebung überhaupt praktiziert werden kann. Sprache, zumal literarische, ist bekanntlich vielschichtig. Ein Sprechen über die Welt, seien es schmelzende Gletscher, aussterbende Arten oder Plastikmüll in Ozeanen, bildet nur eine ihrer Funktionen und wahrscheinlich nicht mal die wichtigste. Literarisches Sprechen kann nicht nur dazu auffordern, weniger zu fliegen oder weniger Fleisch zu essen. Es kann auch eine Handlung des Sprechers zum Gesprochenen ausdrücken. Es kann das Sprechen über die Welt selbst zum Gegenstand machen oder dem Gesprochenen durch eine ganz besondere poetische Form eine Spezifik verleihen. Und es kann, und darum geht es uns ja als Veranstalter und Organisatoren, auch dafür sorgen, dass der sprachliche Kontakt aufrechterhalten bleibt. Das heißt, dass wir im Gespräch bleiben. Und genau das, meine Damen und Herren, wird in den nächsten Tagen hier passieren. Das ist das, was Sie erwartet, nämlich ein fortgesetztes Gespräch, ein literarisches Gespräch über alte und neue Begriffe, über Szenarien, über Emotionen, die erprobt und umsortiert werden können. Ich hoffe, Sie werden dabei einiges Vergnügen haben und ich wünsche Ihnen auch vielleicht und uns allen die ein oder andere Bewusstseinserweiterung. Haben Sie vielen Dank. Also, und ich übergebe jetzt an die Nitzke, die den Abend moderiert. Genau, das mache ich jetzt einfach quasi nahtlos. Auch von mir herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Und das meine ich in diesem Fall sehr wörtlich. Wahrscheinlich sagt man das auf allen Veranstaltungen, wo man echte Menschen sieht und keinen Bildschirm dazwischen hat, jetzt jedes Mal. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön. Also mein Name ist Solveig Nitzke, ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Technischen Universität Dresden, also quasi mitten zwischen Techno und Ökosphäre und Sächsischer Schweiz und, wie habe ich neulich gelernt, Biopolis heißt es bei uns in Dresden, nur falls Sie das noch nicht wussten in Berlin. Da es den Dingen, die Steffen gesagt hat, fast nichts hinzuzufügen gibt, füge ich auch fast nichts hinzu, aber vielleicht ein bisschen Entscheidendes. Insofern ich vielleicht zum Übergang versuchen möchte, dieses X-Kühl-Konzept ein bisschen zurückzuholen. Denn was daran so spannend ist, ist einerseits, dass es diese ganze Idee von einer Welt plötzlich in unglaublichem Maße vervielfältigt. Wenn jeder Organismus, alles, was in irgendeiner Art und Weise lebend genannt werden kann, seine eigene Umwelt aussucht, nach unbewussten vielleicht oder nach physiologischen Kriterien, aber immerhin herstellt, dann gibt es unendlich viele Umwelten. Dann ist Umwelt eben nicht dieses grüne, schöne Ding, das wir irgendwie noch festhalten und schützen müssen, nachdem wir es so gestört haben, dass wir gar nicht mehr wissen, was es sein kann. Also genau das, was Steffen gesagt hat, dieses Ersatzwort für Natur, weil wir jetzt irgendwie wissen, dass wir Natur vielleicht doch nicht mehr so richtig sagen können. Aber trotzdem noch etwas ist, was offensichtlich uns anhaftet, um ein großes Wort zu benutzen. Aber es haftet eben nicht nur, es klebt auch und es ist auch nicht wegzudiskutieren. Und was daran so spannend ist, aus einer literatur- und kulturwissenschaftlichen Perspektive, ist, dass wir plötzlich an die verschiedensten Arten von Texten kommen. Und mir ist sehr bewusst, nur falls es, ich bin das auf Konferenzen gewohnt, deswegen bin ich direkt defensiv, nur mir ist sehr bewusst, dass wenn man jetzt von X-Kühl auf die Poetiken geht und auf die Literatur, man einen ziemlich großen Sprung macht, den X-Kühl selbst wahrscheinlich nicht mitgemacht hätte. Aber wenn man jetzt Texte begreift als etwas, was genauso wie eine Umwelt der Ausschnitt aus einer Umgebung ist, der für ein gegebenes Subjekt, um das große Wort zu nehmen, überhaupt relevant ist, dann gibt es, glaube ich, schon eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, die man sich überhaupt mal angucken kann. Wichtig ist mir also von vornherein zu sagen, dass es eben nicht nur darum geht, grüne Welten darzustellen, dass Umwelt nicht nur das ist, was von selber wächst, sondern das, was auch gemacht werden kann. Und dass wir vielleicht mal fragen können, wie viel Unterschied zwischen unserer Ökotechnosphäre überhaupt ist. Und diese Gelegenheit bekomme ich selten und deswegen freue ich mich ganz besonders darüber. Ich kann nun Leute fragen, die das tatsächlich schreiben und werde nicht nur brutal über ihre Texte sprechen, wie ich mir das vorstelle, sondern kann sie fragen und sie bitten, mir zu sagen, wie sie sich denn zur Umwelt verhalten, wie das Interesse an Natur, das in den letzten Jahren quasi ins Unermessliche gestiegen ist, um direkt mit den Superlativen einzusteigen, überhaupt mit ihren Texten in Zusammenhang steht und mit ihrem Arbeiten.
Wie drückt sich also so ein Verhältnis von Natur und Sprache, von literarischen und natürlichen Umwelten in Texten aus? Gibt es diese Überschneidung oder diese Gegenüberstellung überhaupt? Und wie arbeitet man oder arbeitet man überhaupt mit dieser Behauptung, die jetzt in fast jedem literaturwissenschaftlichen Aufsatz steht, ich bin daran nicht ganz unschuldig, dass man Natur und Kultur nicht mehr voneinander unterscheiden kann? Ist das was, was eine Rolle spielt und wenn ja, wie? Ich freue mich also, diese Fragen bzw. das Gespräch, das diese Woche sein soll, ein Hypergespräch sozusagen, um direkt wieder an Morten und Hyperobjekte zu kommen, darstellen soll, also anzufangen damit, dass wir dann eben nicht hoffentlich festsetzen, was jetzt diese Umwelt ist, sondern ebenso viele Umwelten erzeugen, wie die Konzeption nahelegt. Sprechen werde ich heute mit Daniela Seel. Sie ist Dichterin, Übersetzerin und Verlegerin und arbeitet in vielen Kooperationen, unter anderem mit dem Illustrator Andreas Töpfer, der Musikerin Planning to Rock, dem Tänzer David Blum und vielen mehr. Ihre Einzelbände Ich kann diese Stelle nicht wiederfinden und Was weißt du schon von Prairie sind bei Cookbooks erschienen. Nell Zink, ebenfalls Schriftstellerin und Medienwissenschaftlerin. Sie arbeitete unter anderem auch als Übersetzerin und ich habe ja schon versprochen, den Wikipedia-Artikel nicht ganz vorzulesen, aber stehen noch andere interessante Sachen da. 2004 erschien ihr Debütroman The Wall Creeper, 2016 als Der Mauerläufer erschien, gefolgt von Miss Late auf Deutsch als Virginia erschien und Nikotin im 2016. Ulrike Dresner ist ebenfalls Schriftstellerin und, das ist mir natürlich gleich aufgefallen, germanistische Mediävistin. Sie verfasst Lyrik und Prosa in verschiedensten Formen und Formaten und zuletzt erschienen sind der Roman Kanalschwimmer und die Poetikvorlesung Grammatik der Gespenster, der Roman Schwitters ist im Erscheinen, wie man so schön sagt. Nico Bleutke ist Dichter und Literaturkritiker in einem, ich finde, erfreulich weiten Sinne. Er studierte Literatur, Rhetorik und Philosophie und zuletzt erschienen sind die Gedichtbände Verdecktes Gelände und Nachts leuchten die Schiffe, so wie der Essay, ich nenne es jetzt mal so, den Wiederholungen folgen über Inga Christensens Alphabet. Also nochmal vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Und Frau Seel, Sie haben das Wort. Ja, Dankeschön für die Einführung, Dankeschön für die Einladung. Dankeschön fürs Hiersein. Das ist ja wirklich überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Es ist meine erste Lesung seit Lockdown. Und ich wusste bis vor 2 Stunden gar nicht, was ich lesen sollte, weil natürlich zu diesem Thema ganz viel möglich wäre und passend wäre. Aber gerade aufgrund dieser langen Pause habe ich mich entschieden, einfach ganz Frisches zu lesen, nämlich aus dem im Entstehen begriffenen Band, der anknüpft an mein im vergangenen Jahr erschienenen Band Auszug aus Eden und der Band soll heißen Nach Eden. Aus einer Beunruhigung, einer Bewegung aus Weite, Raum, davon her eine spricht, ihre Gesichte, konturieren Sie mich, lasst mich von vorn beginnen, von einer Frist, Eva, die erste, Eva, die ist, die zweite, die vom Knochen geborene, von Gottes Hauch, die zweite, die spricht, die erste, die weiß, dass sie stirbt, Eva ernst nehmen, in ihrer Neugier und ihrem Erkenntnishunger, im Urteilsvermögen, in ihrer Lust, am Essen, am Teilen, ihrer Verantwortung. Eva, die wusste, was sie tat, als sie aß. Gott hatte es ihr gesagt. Die Schlange hatte es ihr gesagt. Eva entscheidet sich für Erkenntnis und Lust, für Mut. Die Konsequenzen nimmt sie in Kauf. Nehme ich Eva ernst, ist die Vertreibung aus dem Paradies nicht Rauswurf, sondern Auszug. Der Ausgang des Menschen in die Zeit, in Sterblichkeit. Aber Sterben, was ist das? Frist, was ist das?
eine Zeile, Atemzug lang. Nehme ich an, dichten heißt strukturieren, heißt setzen von Zeit. Verdichtete, komponierte Frist. Und zu gebären, zu wissen von wehen, vom Weh soll Strafe sein? Nein, da sage ich nein. Die Ordnung des Gartens geht fehl. Ein Garten scheidet in Kraut und Unkraut, Nutzpflanze und Zierpflanze, Nützling und Schädling. Vom Garten ist es nicht weit zur Plantage mit ihrer Sklavinnenarbeit, Ausbeutung, Raub. Für und gegen wen will Garten Eden sein? Paradies, das sich herüberliest von avestisch-pairidaeser Einhegung um Wald. Von Eva her denken, zieht daraus aus. Setzt dem eine Frist für Apfel und Ei, Wasser, Stein. Die endlos von Klopfen umschlagene Ebene. Walnuss, dann Wüstung, dann Flieder. Ich trage die Kanne hinaus, dass sie sich füllt mit Wasser, mit Steinen. Es ist Jördis, die von der entsetzlichen Baumlosigkeit unter den Bäumen spricht. In der Ebene fasst sie mich an. Aber ich will weiter, weiter hinaus. Eine Entscheidung zu fällen, wie einen Baum. Du erkennst sein Gewicht, wenn er dich übers Wasser führt. Was Freiheit ist, weiß ich nicht. Freiheit, sagt Jördis, ist die entsetzliche Lust, sich an den Wind zu verlieren. Von den Karten die Leere, von Sanftheit die Schwere, den Händen ein Baum für Fuchtelkinds Zaum. Um 730 fällt der Benediktiner Winfred, genannt Bonifatius, bei Geismar eine Eiche, um die Hoheit Christi über Donau zu zeigen. Er darf sich gar nichts vorbehalten, denn er weiß ja, von diesem Tag an hat er nicht einmal das Verfügungsrecht über seinen eigenen Leib, heißt es in der Regula Benedicti. Was sagt Bonifatius den heidnischen Weibern vom Baum des Lebens? Trachtend in Evas Ansicht geschmiegt, will ich dich sammeln, Schlange. Glocken und Torsi tauchen über den Graten, den bloßen Augen ein Stich. Du Treue aber, Fluch vor den Ahnen, ich banne dich in dein Gift. Mach mich schlafen vor Evas Kühnheit, wie Wüsten schlafen vorm ewigen Nabelduft, der die Wälder ruft. Unter der sterblichen Sonne tret ich Sterbliche in deinen Vertrag. Unter welchen Umständen hättest du dich geschickt? Schrieb Spott- oder Lästergebete, meinte wohl Trotz von einem Herkommen her, dessen Ausgang innen wie außen weist auf die Mondabhängigkeit von Gezeiten. Streiche ein Löckchen, streiche zwei Füße über den Wannenrand, streiche Schlaf, brüchig, Dämonenlocken, ein Leib. Die Amsel, die unter uns wohnt, trägt eine einzige weiße Feder am Flügelsaum. Nennen Sie Paul. Samstag, 5. Januar. Es gibt keine staatliche Seenotrettung mehr. Ich wünschte, ich könnte die Bilder von Georgia O'Keeffe lieben wie die Wüste, die sie liebte. Der amerikanische Traum, der europäische Traum. Ein Zaun ist eine Form der Einfriedung. Er trennt zwei Bereiche dauerhaft oder auf Zeit durch eine von Menschen geschaffene Abgrenzung. Anders als eine Mauer oder Wand ist er jedoch im Prinzip transportabel und begrenzt durchlässig. Ich wünschte, ich könnte in ein Bild von Georgia O'Keeffe eintreten wie in diese Einfriedung aus Licht, die ein Traum von der Unbeständigkeit der wilden Seele ist. Streiche die knorrigen Traubenzapfen neben dem Schneckenhaus. Streiche den Zaun. In Eden brauchtest du all das nicht. Brüchig die Blätter, brüchig der Wind.
darin du singst. Aus Nesseln gebürstet, von Wüstung durchwispert, ein Fädchen Vertrauen von Medusens Saum. Gesichte unkündbar, ein Menschenwerk. Geht so ein Gedanke, ihr Reich, über dem Mondschatten Mar, über der Mole, die Schwemmland war, Schwemmland sein wird. Wo zogen die Mönche Möwen hin? Ah ja, zu den erschlagenen Hähnchen, dir in die Brust. Keine Hölderlin-Landschaft. Eine zog aus, eine hatte das Für, hat vom Fürchten genug. Von Schiffen spricht die Schrift nicht, bitte, birgt. Geht so ein Gedanke? Nimm ein Wirbeltier an. Glaubst du es dann? Glaubst dem Gang deiner Gedanken? Menschenwerk, der den Stein selbst entzündet, wie Weiland Müll. So aber wurde Seekrankheit noch vor den Schiffen erfunden. Sie verwächst mit dem Skelett und bei den Zweifel, den Wirbellosen, Atmen wird nicht dasselbe sein. Ihr Atmen aus Erdwassern, lohe, leicht und freigelassen die himmlischen, vom Abgrund nämlich. Bis ich verschwinde, will ich doch glauben an die Auferstehung der großen Vögel, den Rausch ihrer Schwingen von Erdsaum zu Erdsaum. Werden sie flugfähig sein? Pflanzenfresser, Anlass geben zu Furcht? Ihre Fänge anmutig oder von einer Gewalt, die Attribute nicht braucht? Ein Hase liegt tot, seine Pfote rot von aufgelöstem Flaum, durchtaucht, überbauscht, dann nicht mehr. Da geht das Licht. Es lehrt eine Strenge, die Felsen selbst aufbringt, zwischen Demut und Grausamkeit. Ich habe, was ich brauche. Vielen Dank. Ich habe immer den Impuls, viel länger andächtig zu schweigen, als es die Zeit dann erlaubt. Um das Ganze, um uns alle sozusagen zusammenzubringen, habe ich ja schon angekündigt, eine Frage quasi allen zu stellen. Und das ist mehr oder weniger die Gretchenfrage: Wie halten Sie es denn mit der Umwelt? Also welche Rolle spielt sie denn? Das ist ja kein Wort, das jetzt auftaucht, wo ich sagen könnte, das steht da, sondern etwas, das auf verschiedene Art und Weise erprobt wird, hatte ich den Eindruck. Also so die Gegenüberstellung zwischen heute sind Wind und Sirenen sehr störungsfreudig. Also die Gegenüberstellung zum Beispiel von Garten und außerhalb des Gartens oder die Frage eben von diesseits und jenseits des Zauns, würde ich sagen, bilden ja Anknüpfungspunkte, ohne das jetzt vorwegzunehmen. Aber ist das für Sie, spielt es für Sie eine Rolle, ob das Umwelten sind oder geht es um was anderes? Also Umwelten in dem Sinne, dass es dieser relationale Raum ist, auf den ich Bezug nehme oder andere Bezug nehmen, das auf jeden Fall. Wenn ich zurückdenke an Was weißt du schon von Prärie, da ging es mir um die Frage, wie kommt Natur in die Sprache und wie kommen Vorstellungen von bestimmten sprachlichen Naturbegriffen in mich hinein. Also wenn ich Prärie, das Wort, höre, wahrnehme, was weiß ich dann von Prärie? Woher kommt das, was ich davon weiß? Und wie lagert sich das um die Wörter herum an? Und was hat das mit Anschauungen zu tun, meiner eigenen Umwelterfahrung, aber auch meiner Spracherfahrung und dann natürlich auch den künstlichen Umwelten. Also natürlich kommt viel aus dem Film oder kommt von Fotografien und so weiter. Und
diese Fragen, die sind alle auch weiterhin noch präsent. Und jetzt kommt aber hinzu, glaube ich, die Aufladung der Begriffe durch bestimmte Mythologien, das zu hinterfragen und die Aufladung auch eben in kulturellen Konzepten und zu versuchen, also wenn wir versuchen, es wurde ja schon gleich in der Ankündigung, auch in der Einführung das Fass aufgemacht, was ist eigentlich zu konservieren, wenn sich sowieso ökologisch alles ändert. Und man kann ja nicht einen bestimmten Punkt einfach, wenn wir etwas schützen wollen, was ist das Stadium des Schutzes oder was ist die Evolution des Schutzes sozusagen. Das sind ja Dinge, die eben in Prozess sind. Und wie verhalte ich mich dazu? Weil ja, was immer ich tue, ich eingreife. Auch wenn ich nichts tue, ist das der Eingriff. Und an Eva und an diesem Garten, an dieser Garten, also da, ich bin einfach im Wiederlesen der Genesis, bin ich darüber gestolpert und es hat sich mir aufgetan, so was passiert da eigentlich und auch aus welcher Perspektive wird erzählt. Gott erschafft die Welt und die Natur sozusagen, das ist separat. Und als er den Menschen erschafft, wird der Mensch nicht in die Natur gesetzt, sondern er macht einen Garten. Er macht einen Garten nur, damit der Mensch darin leben kann. Und es würde den Garten nicht geben ohne den Menschen und es würde den Menschen nicht geben ohne den Garten. Und was tut eigentlich Eva, die völlig missrepräsentiert wird sozusagen durch die Art, wie erzählt wird? Eva steigt daraus aus. Und aber die Welt jenseits des Gartens, die geschöpfte Welt, die unmenschliche Welt, die aber durch ihre Unmenschlichkeit vielleicht dem, was man als Menschliches im Humanismus begriffen hat, näherstehende Welt, die nicht kolonialisierte Wildheit sozusagen, die versucht der Mensch ja permanent zu transformieren, aber sie wehrt sich auch. Und dieses Grenzverhältnis, wo eben dieser Saum, dieser Spülsaum sozusagen, wo eben das Einhegungsbegehren und das Ausbruchsbegehren aufeinandertreffen, das ist die Zone, die mich interessiert, sprachlich und eben kulturhistorisch und natürlich auch gegenwärtig eben, weil das ja der Bereich ist, wo die Frage ist, wie kann man eingreifen, so wie kann man etwas bewahren oder was auch immer tun. Nicht mit Lyrik, aber Lyrik arbeitet für mich eben in dieser Zone auch an Bewusstmachung oder am Versuch, einfach mit Fragen umzugehen. Fragen zu verhandeln. Was ich ja sozusagen in diesem Bild der Mauer, der Einhegung oder auch des Zauns, das fand ich bemerkenswert, dass der Zaun dann sozusagen wieder so etwas ist, wo man das wiederfinden kann. Es wird Europa eingeschlossen und quasi das Ganze irgendwie fast zurückgeholt. Also das heißt, man macht sich ein neues Eden, indem man den Zaun eben drumherum baut und sagt, hier drinnen ist jetzt aber der Garten und draußen ist eben draußen, aber der Zaun ist beweglich und das würde ich jetzt behaupten, aber Sie können mir natürlich auch widersprechen, wenn ich da Quatsch jetzt drin lese, dass das vielleicht etwas ist, was dann mit der sprachlichen Beschäftigung passieren kann, dass man eben die Dinge, die feststehen wie Mauern, also keine Ahnung, 1000 Jahre alte Mythen, 2000 Jahre alte Mythen, wie auch immer, an der Stelle zeigen kann, wo die mobil sind oder auch, dass sie überwindbar sind. Und genauso hatten Sie das Bild mit diesem Schwemmland, wo dann, hatten Sie ja gerade auch nochmal gesagt, wo das eben nicht mehr unterscheidbar ist, wo jetzt sozusagen das Innen ist und wo außen, wo man nicht mehr sagen kann, okay, Garten und Mensch sind sozusagen die Einheit, wie sie von jemandem etwas gewollt ist, sondern man kann dem auch widersprechen. Und an der Stelle könnte man jetzt schon nochmal weiterdenken, weil es, was in all den Texten, die Sie gelesen haben,
also zumindest in meinen Ohren sehr laut widerklang, war das Thema eben der Gewalt, die das auch bedeutet. Mhm. Also sowohl des Einschlusses als auch des Ausbruches. Und ich merke, dass ich da sehr parteiisch bin, was die Gewalten angeht. Also ich bin sehr begeistert von Eva, die die erste Aussteigerin ist sozusagen, wenn ich Ihnen das jetzt in den Mund legen darf. Aber dann, das ist ja auch ein Gewaltakt, zu sagen Nein. Und Sie haben es ja wiederholt, ich sage Nein. Warum ist das eine sozusagen ein gewollter Akt, ein gewolltes Werden? Warum das andere keine akzeptable Herkunft? Also wo man genau an diesen Stellen gucken kann, wo sie dann eben doch auch die Begriffe vielleicht partiell durchlässig sind und eben Umwelt nicht feststehen. Also eben nicht... Das hatte Steffen ja auch am Anfang gesagt, das Problem ist, dass diese Umwelten zwar vielfältig sind, wenn jedes Wesen seine eigene hat, aber sie im Grunde sich nicht vermischen können. Sie können sich vielleicht überlappen, aber sie greifen dann eher so ineinander, als dass es sich tatsächlich vermischen würden. Und ist das was, wo Umwelt, also ist es eher für Sie einer dieser Begriffe, die mit Gewalt belegt sind oder... Also wenn ich das jetzt, wenn das jetzt so klingt, dann klingt es halt so, als wären Umwelten immer die Dinge, die so geschlossen sind. Und dazu habe ich den Begriff noch zu wenig befragt. Er ist ja auch plastisch genug. Mhm. Also er kann das tragen. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt versuche ich mich an der ersten Überleitung, die jetzt auch immer sehr als Überleitung markiert sind, damit sie nicht denken, ich denke, man merkt das nicht. Zu Nell Zink nämlich, die vielleicht an der Stelle genau mit dem sozusagen Mauern bauen und dem Schwemmland anschließen kann. Denn Nell Zink wird aus Mauerlauf lesen. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Genau, der Mauerläufer ist... Ich muss immer ein bisschen nach oben schauen, damit die Haare nicht ins Buch fallen. Und schön laut reden, also Buch aus 2014 ins Deutsche übersetzt von Thomas Überhoff. Ich lese die deutsche Version. Ihnen zuliebe. Es geht um ein junges, es gibt eine Ich-Erzählerin, eine junge Frau, die in Bern lebt, mit ihrem Mann, der Pharmaforscher ist. Zu Hause in Bern ging ich eines Abends Lebensmittel besorgen, was Spaß macht, denn man kann, man muss sich anziehen für so eine Lesung, man kann durch die Kolonnaden schlendern und an jedem Stand ein anderes Gemüse kaufen. Und ich sah Steven, also ihren Mann, in einem Café sitzen, über Papieren brütend, neben sich ein ausnehmend hübsches Mädchen mit blonden Ringellocken. Ich war drauf und dran hinzugehen, aber als ich bemerkte, dass sie ihr Haar mit Mousse aufgestrubbelt hatte, um kahle Stellen zu verdecken, hielt ich inne und ging weiter durch die Lauben auf der Suche nach wirklich frischem Radicchio, der nicht so leicht zu finden ist. Sie sah wie eine Krebspatientin aus und vielleicht hatte Steven sie bei ihrem klinischen Test der Pumpe, das ist sein Device, sein Produkt, kennengelernt, die auch bei der Chemo eingesetzt werden sollte. Das alles hatte ich mir zurechtgelegt. Als Steven nach Hause kam, fragte ich, wer sie gewesen sei, und er sagte, ja, Schlunze Dredd. In jener Nacht im Club, also die waren auf einer Dancehall-Veranstaltung und dort hat er eine hübsche Frau bewundert mit riesigen langen Dreadlocks. Schlunze Dredd wurde sie dann hinterher genannt. In jener Nacht im Club habe er ihr gesagt, sie sehe aus wie das Alien in Alien. Und als er das nächste Mal an der Werbeagentur, wo sie Praktikantin ist, vorbeigekommen sei, sei der Teppich weg gewesen. Er war reingegangen, um Hallo zu sagen. Ihre Haarwurzeln hat ein bisschen gelitten, aber sie war zuversichtlich, dass die Haare nachwachsen würden. Das Verdächtigste in dem ganzen Laden. Also man muss wissen, Steven ist passionierter Vogelbeobachter, aber sein Interesse an der Natur endet dort, also hört damit auf. Das Verdächtigste in dem ganzen Laden, sagte er, sei ein Plakat gewesen. Wasserkraft? Nein, danke. Wasserkraft? Und da habe ihm Schlunzedred, die Birke hieß, erklärt, dass der Oberrhein von den 50er Jahren an zwischen Basel und Iffezheim durch einen Kanal und 10 Staustufen massakriert worden sei, die fruchtbaren Flussauen verschwunden,
Hochwasser in den Städten am Niederrhein, rückhalte Becken, aber keine Feuchtwiesen, keine Frösche, keine Störche, kein Leben mehr. Und warum? Weil die Energieunternehmen sich mit ihrer Lizenz zum Gelddrucken an diesem Fluss eine goldene Nase verdienten. Sämtliche Folgekosten zahle die öffentliche Hand, also der Steuerzahler. Hochwasserschutz für die Städte, denn erst seit man die Staustufen gebaut habe, gäbe es Hochwasser. Der Verlust an Biodiversität, die Schäden an der Landschaft, an ihrer Schönheit. Das sei kein Fluss mehr, nur noch eine Kette von Seen. Und alle emittierten Riesenmengen Methan. CO2 sei gar nichts dagegen, wenn kümmere schon das CO2. Methan sei 70, ja, 100 Mal schlimmer. Und die Firmen zahlen für die Turbinen und den Damm für sonst nichts. Und sie hätten vor, 5 weitere Stufen zu bauen zwischen Iffezheim und Mannheim. Und alle diese Staustufen zusammen produzierten in etwa so viel Strom wie ein einziges modernes Gaskraftwerk. In diesem Moment beschloss Steven, Umweltaktivist zu werden. Was natürlich zur Folge hatte, dass er sich von Birke informieren lassen musste. Birke druckte auf der gigantischen Fotodruckmaschine der Agentur ein Plakat nach dem anderen, war sich aber nicht sicher, was sie damit anfangen sollte. Steven hatte klar definierte Vorstellungen, die trotzige Botschaft von jedem Bushäuschen an der Hauptstraße, jedes einzelnen Kaffs am Rhein, von Basel bis Rotterdam hinaus zu posaunen. Das sollen die Plakate. Es würde nur ein bisschen Geld kosten, Geld, das für die Global Rivers Alliance, die neue gemeinnützige Stiftung ihres Chefs, zu sammeln, ihm und Birke eine Freude wäre. Als erstes wollte er sich an die ornithologischen Vereine wenden, in denen er Mitglied war. Das sind alles gut betuchte, pensionierte Beamte, erklärte er. Und es ist ja nicht so, dass sie jedes Jahr neue optische Geräte bräuchten. Ich sagte, aber das sind doch Geeks und Birkes Kampagne ist aktuell und angesagt. Falsch, sagte er. Die Kampagne ist zwar cool gestylt, aber de facto sind Geeks die einzigen, die bereit wären, auch unpopuläre Anliegen zu unterstützen. Das ist so heimliches, verkapptes Geektum. Mir fiel ein, dass in Stevens erster Einschätzung von Birke das Wort Schlunze vorgekommen war. Birke brachte mir bei, die gigantische Druckmaschine zu bedienen. Die war langsam, also passt es gut, dass sie eine Freiwillige mit viel Zeit hatten. Sie erzählte mir von der Isar in München. Das sei eine Art schmaler, begradigter Treidelkanal aus dem 19. Jahrhundert gewesen, bis Ornis sich zusammengetan und in aller Stille den unpopulären Plan durchgesetzt hätten, die glatten, grünen Ufer zu renaturieren und den Fluss wieder frei fließen zu lassen. Die betroffenen Bürger hätten diese Idee zunächst schlimm gefunden, meist deshalb, weil man gar nicht an etwas interessiert sein könne, was man nicht kenne. Aber dann sei der Fluss zurückgebaut worden und die ganze Stadt sei hingepilgert, habe auf einer breiten Kiesbank ihr Handtuch ausgebreitet und sich in die Sonne gelegt. Im Winter futterten und rasteten die Vögel dort und die Fische tollten und sprangen. Und jetzt liebten alle die Isar und hätten längst vergessen, dass sie jemals eine Rinne gewesen sei. Eines Tages, sagte sie, würden die Leute auch vergessen, dass der Rhein eine Rinne gewesen sei, ebenso wie sie eines Tages ihre egoistische Begeisterung für die Kiesbänke der Isar vergessen und sie den Regenpfeifern überlassen würden. Ich erkannte sofort, wo sich Stevens Theorie vom Suprematat der Geeks und Birkes antidemokratischer, antipartizipativer Elitismus überlappten und den Bogen, der sie beide mit der Clubmusik verband, die kollektive Trance der Vereinzelung. Stevens Plan, die Vogelbeobachter um Geld anzuhauen, stieß auf Hindernisse. Die Vogelgeeks waren sauer auf ihn. Er hatte ihnen nicht Bescheid gesagt, als er das Wasservogelzählen aufgab und erschien auch mit den ungünstigen Ergebnissen ihrer Untersuchung des Vagabundentums bei Mauerläufern. Und erschien auch, es ist wohl ein Tippfehler in der Übersetzung, okay.
Sie bestanden darauf, dass die Aare, ihr heimatlicher Fluss und größter Zustrom des Rheins, mit seinem eigenen Anteil an Dämmen und Methanbomben, höhere Priorität bekommen müsse, weil der Rhein als Fluss ein kollektives Fantasiegebilde sei. Außerdem kam Stevens Ästhetik gar nicht gut an. Wiederholt bat er Bilke, Kampagnen, um von ihm erdachte Slogans herumzugestalten. Sprüche wie Wasserkraft, Satan läuft zu Moloch in die Stadt. Oder ungeküsst missbraucht, in seinen Augen eine äußerst treffende Beschreibung des Rheins. Und erntete nicht als den schiefen Blick, den Postpunks von Vertretern der Young People 2.0 immer zugeworfen bekommen. Und er bedeutet, du bist ja sowas von unprofessionell. Hauptsächlich finanziert wurde die Bewegung von Birkes Chef, Georg, einem Metrosexuellen mit welliger Mähne. Nach seinem Verständnis waren die elektronischen Geräte, die Chemikalien und das Papier, die er für seine Arbeit brauchte, ätherische Substanzen, so abstrakt wie das Benzin im Tank seines Wagens. Einfach nur eine weitere Form von Energie. Emotional war er sehr auf Sonnenenergie und Wasserstoffbrennstoffzellen festgelegt. Windkraft mochte er nicht. Zu flegelhaft, pfeifende, wild in der Landschaft, lümmernde Riesenmasten und Turbinen. Unter seinem Regime würde der Planet mit geöffnetem Verdeck durchs All fliegen und Sonnenlicht mittels der schieren Kreativität seiner Passagiere, die allesamt seine Freunde wären, in Energie umwandeln. Die Plakatkampagne hatte Steven kein echtes Herzeleid verursacht. Aber als der Global Rivers Alliance das Geld ausging, wanderte die Eigenwerbung online. Und zu Stevens Kummer fühlte sich jedes einzelne Individuum, das mit dem Gedanken spielte, Georg vielleicht 2 Franken zu überweisen, dazu genötigt, zunächst mit ihm über die Meriten von Wasserkraft, nein danke, zu diskutieren. Die meisten leiteten selbst winzige Organisationen, die durch Spontanzeugung oder Zellteilung entstanden waren. Keiner hatte Unterstützer. Steven verbrachte Stunden damit, ausführlich begründete Rechtfertigungen seiner Person und seiner Ziele zu verfassen, jede ein Unikat. Weil du heutzutage nichts mehr abkupfern kannst, ohne dass du erwischt wirst und überstürzt, weil jeder, der nämlich nicht binnen 12 Stunden Antwort bekam, erneut schrieb und noch mehr Fragen stellte. Schließlich versucht er es mit einem dieser Dienste, die deine Mitteilungen auf 100 so und so viele Zeichen beschränken. Und das rettete ihn. Er begann, seine Energien in Aperçus und Bonmots zu stecken. Damit ging es besser. Nunmehr bestand seine Aufgabe darin, eine kecke Haltung einzunehmen und aus dieser Position heraus schneidende Sottisen über die Energiewirtschaft abzulassen. Statt weiter offene Türen einzurennen, setzte er sich zu den Leuten aufs Sofa, sah sich mit ihnen die Nachrichten an und machte spitze Bemerkungen. Aber sie wollten noch immer jeden Tag neue schlaue Aphorismen. Also das ist eigentlich eine ziemlich derbe Sexphase, dieses Buch, aber ich habe natürlich wegen dem Thema mich auf was anderes konzentriert. Richtig, weil Sex ja nichts mit Umwelt zu tun hat und Natur. Aber die Form, in der Umwelt vorkommt, ist ja nicht weniger Farce und hat ja tatsächlich mit dem Beziehungsleben der Protagonistin und Steven und all den anderen Leuten, die damit vorkommen, auch ziemlich viel zu tun. Und mir ist gerade vielleicht auch bei dem letzten Twitter-Seitenhieb besonders der Begriff der Bubble eingefallen. Also das ist ja auch einer von diesen kreisförmigen Begriffen, die im Moment ständig benutzt werden, um über Vereinzelung zu klagen. Aber das scheint mir ja fast noch mehr diese Art von Umwelt zu sein, in der die sich bewegen. Es gibt halt irgendwie verschiedene Bubble und irgendwann titscht man an eine andere an und gehört dann irgendwie dazu. Aber wie Sie am Anfang gesagt haben, gibt es ja selten
wirklich eine Beziehung zu einer äußeren Umwelt, oder? Also ich bin in gewisser Hinsicht Realistin. Also die Welt von diesem Roman ist so organisiert, wie ich wie ich davon ausgehe, dass nicht davon ausgehe, aber wie ich mir zusammengereimt hat, dass die reelle Welt funktioniert, und das ist, dass jeder Einzelne von uns in einer eigenen Blase lebt natürlich. Und so wie Lévi-Strauss gesagt hat in La Pensée Sauvage, ist eine Art wie Seeigel, das ist wie ein einzelner Mensch. Die Seeigel sind sich alle, nehmen wir an, recht ähnlich, aber die Menschen sind in ihrer Wahrnehmung leider einzigartig. Die haben eigene Welten, die sie sich zusammenpuzzeln. Und gleichzeitig ist es für mich unleugbar, dass wir in einer objektiven Welt, wo ich zum Beispiel mir einfach das Recht nehme zu sagen, jetzt zu argumentieren, dass Kultur und Natur sich nicht mehr auseinanderhalten, ist einfach ein rechtes Argument. Ja, also wenn du das lesen willst, lies die Zeit. Wenn du was anderes lesen willst, lies Le Monde Diplomatique. Also das ist alles für mich mit Bedeutung aufgeladen aus meinen politischen und ästhetischen Vorlieben heraus, die ein bisschen so zur Naturliebe neigen von klein auf. Natürlich liegt das an meiner Erziehung, es ist nicht meine Schuld, aber so ist das nun mal, und damit muss ich leben. Also ich kann das darstellen, was ich sehe. Und ich denke, wenn ich ein bisschen detailgetreu schreibe, soweit es geht, oder zumindest die Details von meiner inneren Welt akkurat wiedergebe, dann habe ich immerhin was Neues zum Gespräch beigetragen, anstatt irgendwelche Klischees aufzuwärmen. Nun bewegen sich aber die Figuren ziemlich stark in diesen Klischees. Also gerade Birke und Steven, wenn die dann zusammenkommen, wo er beschließt, Umweltaktivist zu werden. Und allein die Motivation, dass er das tut, weil er sich ja irgendwie in diese Birke verknallt hat. Also wenn es ein Klischee wäre, dass Naturschützer sich gegen die Wasserkraft stellen, dann wäre ich sowas von froh. Und die Wasserkraft ist eine Katastrophe. Nein, ich meine aber nicht, dass es ein Klischee ist, dass sie sich gegen die Wasserkraft stellen, ja. Aber das ist dann sozusagen, wie die miteinander reden. Die fahren ja dann auf verschiedene Konferenzen und reden alle irgendwie immer aneinander vorbei. Und also ich hatte zumindest den Eindruck beim Lesen des Romans, dass es fast am Ende egal ist, wofür oder gegen sie sind, weil sowieso jeder an irgendeiner Stelle rummacht und keiner irgendwie oder niemand daran interessiert ist, sich wirklich so weit auszutauschen, dass sie ein gemeinsames Ding im Auge haben. Also wer ein gemeinsames Ding im Auge haben will, schließt sich zu einer politischen Partei oder zu einer Gewerkschaft zusammen. Aber in dieser Umweltszene, wo es um diese kleinen Organisationen geht, geht es natürlich um Unique Selling Propositions, um Alleinstellungsmerkmale, um Geld zu organisieren. Und das ist dann natürlich in der prekären Arbeitswelt, gibt es Parallele, dass alle sich selbst vermarkten müssen über soziale Medien, so wie der arme kleine Steven das am Schluss machen muss. Und dass das abfärbt auf so in real life, dass man dann sich auch, aber Sie sind ja Wissenschaftlerin, Sie müssen sich ja auch vermarkten, ja. Oder? Sie sind so eine Art Ich-AG und ich sowieso als Schriftstellerin. Ja, absolut, aber das ist so diese Frage, die mir bei dem Roman gerade mit dem Thema Umwelt aufkommt, ist, ob es tatsächlich sozusagen möglich ist, in dieser Welt überhaupt was zu erreichen. Und das scheint ja am Ende die Protagonistin am ehesten zu begreifen, dass sie dann irgendwas anfängt, was sie tun will. Und alle anderen scheinen immer irgendwie so von so einem Außen gesteuert zu sein. Das heißt, ich den Eindruck habe, dass sie zwar anfangen, zum Beispiel gegen diese Wasserkraft zu sein, ja. Und gegen die Staudämme. Und da gibt es ja verschiedenste Vorbilder, auch für die, wo es dann eben auch versuchte Attentate gab und so weiter und so fort. Aber niemand irgendwie selbstständig über diesen Punkt hinausgeht. Also jenseits von der Zusammenschließung in der Partei oder sowas. Aber es scheint ja nicht mal über die Plakate hinauszugehen, bis die anfangen, diesen Damm auszubuddeln, beziehungsweise bis sie das alleine anfängt. Damit zusammen, dass es ist ja die Aufgabe des Menschen in der Moderne, aus der Not eine Tugend zu machen. Und die Projekte sind natürlich
geformt, verformt von der Erreichbarkeit. Warum machen Sie Plakate? Weil der Chef von Bilke diesen riesen Drucker besitzt. Mhm. Punkt. Also das, und deswegen ist es eine Plakatkampagne. Also die sind fremdgesteuert. Und das, was die Protagonistin am Schluss macht, auf der letzten Seite, schreibt sie sich für Hydrogeologie ein an der Uni Jena und rettet die Elbe. So. Mit irgendwelchen, sie gründet ein Planungsbüro, das einfach die Kosten-Nutzen-Analysen der Schifffahrt so dermaßen ins Negative treibt, dass einfach, also es ist eine fantasievolle, utopische Art, dieses Buch abzuschließen. Aber das, wenn in der Umweltszene, vor allem wenn man mit den alten Hasen reden, also Umweltszene im Sinn von Naturschutz, wenn man mit den alten, gut, die Umweltszene, jetzt geht es ein bisschen ins Technische und die Leute sind optimistisch, also dass wir neue Energiequellen, die Geld abwerfen werden, dass wir es schaffen, sie aufzustellen, daran glaube ich auch. Aber das, die Natur zu schützen, ist einfach eine Sisyphus-Arbeit. Mhm. Es kann nicht wirklich funktionieren, man weiß das. Und warum macht man die Arbeit? Weil man dadurch einfach die besten Menschen kennenlernt. Also Punkt. Also, also. Ich würde, wenn ich darf, an diesem optimistischen Punkt weitergeben und darauf aber nochmal zurückkommen. Vielen Dank. Und Ulrike Dressner das Wort geben, um zu schauen, ob auch die besten Menschen vorkommen. Ja. Vielen Dank. Hört man mich so oder muss ich da näher ran? Noch näher ran? Ja. Wunderbar. Ich kann unmittelbar anknüpfen an diese Verbindung von Umwelt und Menschen. Und ich würde das auch gerne tun, bevor ich lese. Ich lese auch einen neuen Text, einen Essay, der Gedichte enthält. Und bevor ich daraus lese, würde ich gerne etwas zu dem Umweltbegriff kurz sagen. Damit bringe ich zwar Ihren Plan, Frau Niske, durcheinander, aber ich traue Ihnen zu, dass Ihnen schon eine Frage wieder noch einfallen wird. Ich war bis eben nämlich sehr unglücklich mit diesem Umweltbegriff, wie er jetzt hier so an diesem Abend im Raum stand. Und Sie hatten ja erwähnt, dass ich mich mit dem Mittelalter beschäftigt habe. Das ist meistens völlig nutzenfrei, das ist auch sehr schön daran. Aber heute Abend, weil Sie es aufgebracht haben, kommt der Bumerang. Ich erinnere mich an das Wort Welt im Mittelhochdeutschen, Werelde. Mhm. Und dieses Wort heißt einfach das, was Menschen bewohnen. Das ist Gesellschaft im Prinzip. Es gibt, wenn man das bezieht auf das Wort Umwelt, hat es einen ganz anderen Hintergrund als das, was wir ihm gegeben haben in den Umweltbewegungen. Und in der Politik mag das gerne so sein. Ich würde aber gerne eine kleine Begriffsbewegung einführen. Auch wenn wir die Wörter Environment oder Environnement anschauen, steckt in all diesen Wörtern, wie eben auch in dem deutschen Umwelt, der Mensch. Und das heißt, dass Umwelt eigentlich immer nur das ist, was sowieso menschengefüllt und menschengemacht ist. Wobei vielleicht dann der Naturbegriff eben auch als Gegensatz zu dieser Art von Umweltlichkeit seinen Sinn hat. Das war der erste Punkt. Der zweite, mit dem ich unglücklich bin und den ich jetzt gerne verändern möchte, geht nochmal zurück auf Üxküls Seeigel. Und ich möchte ihn ergänzen mit Schopenhauers Erzählung von den Stachelschweinen. Wir hatten ja in diesem Konzept von diesem Seeigel, der taucht ja auf wie so eine Bubble oder früher in der Philosophie sagte man dazu eine Monade, ein Wesen, das nur sich selbst wahrnimmt und nur all das, was in seiner Welt stattfindet. Und Schopenhauer ist ja mit diesem Begriff verbunden. Erzählt aber die Stachelschwein-Anekdote folgendermaßen. Stachelschweine, Sie alle stellen sich das Tier vor, Stachelschweine frieren und entdecken, dass man sich ja vielleicht gegenseitig wärmen könnte, rücken näher zusammen und entdecken, dass das sozusagen natürliche Grenzen hat und dass etwas Abstand wieder eingerichtet werden sollte. Warum finde ich das interessant und eine schöne Weiterführung des Seeigels in eine Überführung, in eine Narration? Weil es zeigt, dass zu etwas wie diesem monadischen System, das zum Teil Umwelt genannt wird,
immer ein Bewusstsein gehört, ein Bewusstsein davon, diese Umwelt zu sein, diese Monade zu sein oder eben auch nicht zu sein. Und eine Begegnung stattfindet, die dazu führt, dass diese Umwelt bemerkt, dass es noch andere Umwelten gibt. Und ich mache einen Riesensprung, wenn wir das System theoretisch auffassen, sind wir eben sozusagen dabei, dass das System immer sozusagen auch eine Ausstellung hat, eine Blase in der Blase, in der es anfängt, sich selbst zu betrachten und zu reflektieren. Und das ist der Punkt, an den ich hin wollte, bevor ich anfange, meinen Essay zu lesen. Denn ich finde spannend an dieser Frage nach den Umwelt und Umwelten eigentlich die Frage danach, wofür wir es hier konstruieren, wozu brauchen wir diese Begriffe, wozu brauchen wir überhaupt etwas wie Umwelten oder auch wie Natur. Und man sieht in dem, was ich gesagt habe, dass es immer verbunden ist mit der Frage von Spiegelung und Doppelung, von Gegenüber und Selbstheit. Und ich lese einen Text, der in der Arktis angesiedelt ist, wobei dieser Satz eigentlich falsch ist, weil es ja weder die Ansiedlung noch die Arktis eigentlich gibt, der also einen Raum versucht zu entwerfen, der sich mimetisch zu etwas verhalten könnte, was wir als Vorstellungsbild von Arktis mit uns herumtragen und in diesem Bereich nach Sprache sucht. Sie alle wissen, soweit wir das eben wissen, solche Dinge aus Bildern und so fort, dass es da irgendwie um Eis geht und Eis ist eine große Spiegelungsinstanz. Ich bin verrückt. Alles schaukelt, schürft, knarzt. Ich gebe meine gesamten Ersparnisse aus, verzichte auf Komfort, Hering statt Cappuccino. Was hast du denn gedacht? Handy sinnlos, Empfang, null, zero, nada, Schluss. Man kann sich eine E-Mail-Verbindung kaufen, ich verzichte. Arktische Stille? Nicht so einfach wie gedacht. Alles hier hat eine andere Bedeutung. Kein Sonnenuntergang, kein Sonnenaufgang, nichts als dieses minimale Sonnenschwanken, diese Zitterbewegung am Lichthimmel, dieses irritierende Hängen, diese Endlosigkeit. Ein Lachen des Lichts. Wir fahren durch Eis. Longyearbyen, der Hauptort Spitzbergens, wirkt schwarz. Alle Leitungen liegen auf dem gefrorenen Boden. Er taut. Man baut Kohle ab, heizt und heizt. Eine Mure ging vom Berg, verschüttete Häuser. Die Samenbank muss nachgerüstet werden. Im Museum der Insel stehen ausgestopfte Skuas, Füchse, ein Eisbär. Außerhalb der Stadt beginnen die Hundezwinger. Sie sind riesig. Ein Schild am Rand der Stadt, die ein Dorf ist, Eisbärenland. Es gibt kaum Straßenkilometer hier. Man hat einen Schlitten, man fährt quer. Hatte man auch einen Planeten? So sagen wir nicht, so verhielten wir uns nur. Ist der Schlitten kaputt, wird er gewechselt. So denken die Extremisten der einen Seite. Die anderen sagen, der Planet hat uns wie eine Grippe, einen Aussatz. Wir werden untergehen. Und was, denke ich? Ich suche nach einer anderen Art von Gemeinschaftlichkeit und Empfindung. Eisbrocken schaukeln um den Schiffsrumpf. Leises Plätschern, Knacken, Gluckern. Hör zu. Eis ist nicht lebendig, sagt man. Doch ständig gibt es Laut. Es ist viele. Es kommuniziert, stößt sich an, wandelt sich, entsteht, vergeht, gibt einem Lebewesen, einer Flechte, Lebensraum. Was heißt nicht lebendig in diesem Fall? Ich suche nach Form. Sie muss eisklug werden hier oben. In einer Landschaft, die keine ist, viel zu zahm das Wort. In einem Gefäß, Himmel, Wasser, Luft, das mich enthält. In größeren und kleineren Einheiten, in verschiedenen Sprachlichkeiten. Ihr Wesen zutreiben auf den Gegenstand, der mich umfasst. Ich klicke die Haken der Zodiac-Weste ein. Rucksack, wasserdichte Hose. Beim Anziehen schlurpen die Stiefel, Knie hoch aus Gummi mit Wanderprofil. Ist man erst einmal drin, kommt man nicht mehr raus. Unterhose, unter Leggings, Hose, Wasserhose, Schichtenprinzip. Als Zwiebel rolle ich Richtung Deck. Hühnerleiter hinunter in Schlauchboot. Man sitzt so nah am Wasser, dass man nass wird. Es ist kalt, der Motor laut. Von arktischer Stille
kann keine Rede sein. Das stottert und brummt. Wie Vögel in orangefarbenen Westen sitzen wir auf der Bootsstange. Landestelle, Kurve ins Wasser springen, rauf auf den Strand. Was man jetzt hört, ist Wind. An Land stehen die Guides mit Gewehren. Links oder rechts von ihnen liegen flache Kisten mit Munition. Guides sind menschliche Anschnallsysteme. Überall können sie sich einhängen. Alles haben sie an sich eingehängt. Werkzeuge, Kompass, Ferngläser, Leuchtpistole, Funkgerät, Taschenlampe, Messer. Der Arztguide trägt den Arztkoffer, Defibrillator rot-grün. Eisbären können, sagt der Biologieguide, noch besser riechen als Hunde. Sie riechen Robben unter Wasser, aus Meilen Entfernung. Wir zählen nicht zu ihrem Fressbild. Menschen enthalten so viel weniger Fett als Robben, sagt der Gletscherguide. Beruhigend. Er kommt aus Bayern und wurde mit einem zusätzlichen Hitzegen geboren. Auf Deck steht er in kurzen Hosen im Wind. Bei ihm weiß man wenigstens, wie er seinen Beruf gefunden hat. Und wir? Wir haben uns verhalten, als würden wir nicht angefunkt von der anderen, naturgenannten Seite. Haben es uns abgewöhnt, etwas auf und ernst zu nehmen, das nicht unmittelbar in Menschensprache spricht. Dabei ist, wir wissen es, unser Wahrnehmungsbereich beschränkt. Tiere leben uns weiterreichende Nutzungen vor. Der Magnetliniensinn der Vögel, das Riechvermögen der Bären, das Unterwassersingen der Wale und Robben. Ich bin von diesen Transfähigkeiten umgeben, hier oben in einer Natur, die wir extrem nennen. Dies, eindeutig, ist unsere Sicht. Körpermensch ist für ein Leben in der Mitte des Planeten angepasst. In der Nordstille wird es deutlicher als anderswo. Stille ist nicht leer. Sie ist mit Schwingungen, Kräften und Kommunikationen gefüllter Raum, die uns überschreiten. Ich stoße an die Grenzen meiner Körperlichkeit. Die Kälte, das Futter, das Licht und der von ihm ausgelöste Taumel des Zellhaushaltes. Augen und Ohren reichen nicht hin. Wir keuchen einen Berg hinauf, 400 Höhenmeter Geröll unter den Füßen. Alles schwitzt. Wir sind hier, verbunden nur mit jenen, die ebenfalls real hier sind. Jahrhundertelang war das normal, der einzige mögliche Zustand. Auch auf dem Schiff konsumieren wir weiterhin Bilder, Bücher, unsere Fotos und Vorträge. Selbst wenn man es versuchte. Es gelänge nicht, die Bildhaut abzustreifen, mit der das 21. Jahrhundert unsere Augen und Gehirne längst überzogen hat. Hier, in diesen Tagen im Juli 2019, dämmert mir, was es heißen mag, ein Mensch dieses Jahrhunderts zu sein. Bilder über Bilder, Wirklichkeit über Wirklichkeit im Kopf sammeln wir Müll. Er wird aus Russland an den Strand geschwemmt, wie auch das entrindete Holz. Holz ist ein Fremdkörper auf Spitzbergen. Ein Naturprodukt ist es ebenfalls, wie die Strömung. Überall stoße ich auf Verflechtungen. Die Eisflechte unter Wasser kommt hinzu. Sie überbrückt eine Kluft. Oder ist es so? Sie verbindet Lebendigkeit in Form von Eis mit Lebendigkeit in Pflanzenform. Verflechtung ist, was immer schon nicht aufging bei der Trennung von Natur und Kultur. Auf dem flachen Gipfel des Berges werden wir still ganz von selbst. Zwischendurch sind wir über ein Schneefeld abgerutscht. Man muss in die Tritte der Vorfrau steigen. Mitunter bricht der Schnee nach. Am nächsten Tag das Gleiche über Schutt. Spring den Berg hinab wie ein Bock. Die Rentierweibchen werfen ihr Gehirn im Herbst nicht ab. So können sie sich auch im Winter wehren, Platzhirschen sein. Sie sind schwanger, sie brauchen mehr Futter. Wären wir noch leiser, könnten wir ihre Zähne knirschen hören. Alles hier ist vollkommen, vollkommen angepasst. Der Stummelschwanz des Bären, seine runden Ohren, Anpassung. Das endemische Rentier auf Kurzbeinen, Anpassung. Pflanzen stachlig, dickblättrig, wachsig. Selbstbestäuber, zwittrig.
Es gibt kaum Fliegen, kaum Insekten. Was wachsen will, wächst durch Fadenbildung, wie der Spinnensteinbrech. Wundersam rotbeinig kragt er über den Schottergrund. Bäume gibt es nicht. Das macht auch den Wind zu einem anderen. Kein Rauschen der Blätter, keine Blätter. Weiden und Birken sind Zentimeter hoch. Ich gehe über Stein und Kiesel kriechendes Grün. Hier bedeutet es, ich gehe durch einen Wald. Der vierte Tag nördlich des Polarkreises. Der Wind hat sich gelegt. Er existiert nur ein wenig am Ohr. Er liebkost. Die Stille ist wach. Kann man das sagen? Sie füllt sich. Versuch. Stein, Flechte und Tier auffassen als Teil jenes Wir, das sich bewegt. Donna Haraways Gedanke der Companionship lässt sich weiterführen, wenn wir dafür eine Sprache finden. Eine Flechte wächst, aber sehr langsam. Manchmal nicht. Sie sitzt auf Stein. Die Steine Spitzbergens sinken durch den Boden, steigen aus ihm wieder hervor. Dabei legen sie sich dank des Permafrostes zu kreisen. Alles bewegt sich, kippt, sinkt in die Tiefe. Ein Durchgang dauert 30 Jahre. Wahlknochen werden zu Stein. In der Menschenwand bewegte ich mich und wurde bewegt. Das Eis kracht, aber ist man an Land, liegt es still in der Bucht. Wir sitzen auf einem Berg. Strahlen spielen unten im Fjord wie Kinder in weiter Entfernung. Wir, noch schwitzend, versuchen arktische Stille. Schluss mit dem Klicken der Kameras, der Haken. Keine Bewegung. Nach Minuten höre ich einen Wasserfall. Nach weiteren Minuten ein weiteres Wasser, diesmal auf der Seite des Fjordes, auf der ich mich befinde. Ich lausche nicht. Ich höre wie von selbst. In aller Leisigkeit. Sagt man so? Der Wasserfall liegt gegenüber, 20 Meilen entfernt. Ich kann ihn nicht sehen, nicht einmal in meinem hochauflösenden Fernglas. Zu Hause, in dieser Ferne, auf dieser anderen Erde, werden Geräusche unmittelbar auf mein Ohr gepresst. Hier nimmt das Ohr sie auf. Das Ohr hört aktiv. Das Wir sitzt. Der Berg spricht mit sich. Der Fels spricht mit dem Gletscher, der sich über ihn wälzt. Viskose, bewegliche Masse. Eis macht kein Geräusch, solange es fließt. Falsch. Ich höre es nicht. Robben singen unter Eis. Jedes Männchen hat ein eigenes Lied, etwa eine Minute lang. Arktische Stille. Ein Vogel saust vorbei. Ist eine Form von Wind. An dieser Stelle steht ein Gedicht, das ich gnadenlos überspringe für Stille und nur noch das Ende des Essays lese. Dies habe ich mit zurückgebracht, dass die Welt, in der wir leben, ein Gedanke werden kann, an die stillstehende Sonne gehängt, dass sie ein goldener Faden ist, voller Bilder, der auf mich zufließt und unter oder neben mir auf Körper stößt, deren Intelligenz sich uns entzieht. Dass eine Formenküche aus Eis existiert, konkret, abstrakt, heitere Kristallstruktur, eine Art spielender Mathematik oder Poesie der ständigen Veränderung. Dass wir mit unseren warmen Händen dabeistehen, dazugehören, vergehen. Dass Shakespeares Geist Puck im Mitsommernachtstraum weiß, wovon er spricht, wenn er sagt, dass die Welt um vieles weiter ist, als wir sie träumen. Dass alles, was ich empfunden, mitgefühlt, angesehen habe, da war und noch da ist. Dass ich mir ein Radio wünsche, das Tiersprachen überträgt. Dass wir eine andere Wir-Sprache suchen. Dass ich Abbitte leisten möchte bei der Fliege, die mir in Spitzbergen ins Gesicht flog. Ich griff erschrocken hin, hielt den kleinen Körper in der Hand mit zwei aufgestellten, feinen, erstaunlich runden Flügeln zu zartem Silber erstarrt. Dass es einen Himmel gibt, mit dem man zusammenstoßen kann.
dass es eine fruchtbare Vermutung ist, anzunehmen, dass alles Teil von uns ist, so wie wir Teil von ihm. Dass es nützlich sein wird, über das Haben eines Planeten so nachzudenken, wie wir sagen, dass wir einen Körper haben. Und dass es nicht immer ratsam ist, zwei und zwei zusammenzurechnen, etwa wie Eisbären fressen Möweneier, Menschen sind nahrhafter als Möweneier, also fressen Eisbären Menschen. Ich habe gelernt, dass ich Beute bin, weniger fett als eine Robbe, immerhin. Dass wir zusammen rechnen sollten, vielleicht muss man das Wort so betonen. Dass wir zahlreiche Elemente des Planeten weder sehen noch hören, sie aber mitunter zu uns sprechen, etwa in Form einer Elfenbeinmöwe, dieser unfassbaren, auffliegenden Schönheit von sanft schimmerndem Weiß, das das Auge liebkost, während der Raum Möwen und Bären und uns als aus Materie gemachte, lebendige Gedanken enthält. Klingt ungewohnt? Unbedingt. Schreiben Sie es der Nordwelt zu und ihrer besonderen Wahrheit. Sie übersetzt sich nicht glatt in die Mittelwelt, eben darüber versuche ich zu sprechen. Wie sie fassen, die Schönheit, die Restlichkeit. Mein Körper scheint sich das ebenfalls zu fragen. Auf dem Rückflug bekomme ich im Luftraum über Frankfurt einen immensen Niesanfall. Ich bin Pollenallergikerin, doch Ende Juli ist das gemeinhin lange vorbei. Nach 10 Tagen ohne Pollen in arktischer Nicht-Bakterienluft hat mein System sich umgestellt. Es bekommt einen Giftschock zu Hause, braucht am Boden 4 Stunden Zugfahrt, um sich anzupassen, also wieder in jenen Normalzustand der Verteidigung und Abwehr zu geraten, den ich bewusst nicht bemerke. Dies habe ich mitgebracht. Schließe ich die Augen, höre ich Eis. Setze ich die Sonnenbrille auf, steht die Sonne am Himmel fest und die Welt wird still. Sprich, sie wächst. Dankeschön. So, das Problem ist jetzt, dass mir nicht eine, sondern 1000 Fragen einfallen. Und ich mich auf eine festlegen müsste, die vielleicht dann eher so eine Art Provokation ist. Mir gefällt die Idee, Özkül sozusagen gegen den Strich zu lesen. Das Aparte an dieser Özkül-Welt mit all diesen Organismen, mit so einzelnen getrennten Umwelten, ist ja, dass sie auch zeigt, dass das Özkül sich vielleicht selbst erklärt, warum er der Natur so unglaublich egal ist. Ja, also diese Erfahrung, dass man rausgeht und man kann so viel Vögel beobachten, wie man will, aber die Natur wartet nicht darauf, dass man aus seinem Garten rauskommt. So, und jetzt ist ihr Text in dieser Arktis, die es ja eben sozusagen gar nicht gibt, auch kein festes Land. Und ich meine, es steht jetzt jeden Sommer ungefähr alle 2 Tage in der Zeitung, wie viele Sommer es vielleicht noch dauert, bis da einmal tatsächlich alles eisfrei ist. Und Sie sagten, diese Umwelten sind ohnehin immer menschlich. Das heißt, es muss sozusagen eine Wahrnehmungsinstanz, sage ich jetzt mal, hingehen, um überhaupt die Arktis wahrnehmen zu können. Also um die quasi zu erfinden, indem man sie mehr oder weniger aufschreibt. Und dann macht das Eis aber Dinge und tut sie aktiv und spricht und kommuniziert und macht Geräusche, die man sozusagen empfangen kann, die aber auch aktiv ausgesendet werden. Und deswegen ist die Frage sozusagen diese, wer spricht denn da, wer kann denn da aussprechen? Das ist eine, die nämlich gerade, Sie haben ja Donna Haraway erwähnt, mit diesem Companionship-Modell immer wieder beschäftigt, weil Donna Haraway ja dann von ihrem Haushund spricht. Und wir haben ja praktischerweise einen hier, um das direkt anzugucken. Und das ist natürlich, wenn sie das sozusagen als diese Gefährtenschaft oder Kinship, Verwandtschaft, von der sie spricht, ist ja eine ganz besondere, die zwischen sozusagen Haustieren und oder gerade dem Hund und dem Menschen eben auch unglaublich mythisch überhöht ist, als eine Ähnlichkeit, die ja auch gemacht ist. Also man könnte sozusagen fragen, was ist denn dann ja aber mit den Flechten oder mit dem Eis, das ja auch nicht lebt in dem Sinne von, dass es ja Zellabläufe hat oder sowas. Und drücken Sie denn dann nicht diesen Nicht-Menschen dieses Sprechen auf? Und
verlassen dann quasi ihre eigene Umwelt, beziehungsweise erweitern sie in einer Art und Weise, die sich vielleicht, das ist die Provokation, gar nicht so sehr von den Staudämmen unterscheidet, weil sie eben die Welt menschlich macht. Sie haben sie jetzt natürlich auf wissenschaftliche Weise fertiggebracht, Ihre ungefähr 25,5 Fragen doch in die eine Frage einzupacken, erschrecken mich damit aber nicht. Und ich antworte einfach auf meine Art, indem ich Ihnen 25 verschiedene Antworten anbiete und sage, schauen Sie, es ist doch ganz einfach. Ich glaube auch nicht daran, was Donna Haraway propagiert, in dem Moment, wo sie anfängt, über literarische Texte zu sprechen. Wir lösen das Problem, das Sie ansprechen, das ein altes philosophisches Problem ist. Erinnern wir uns nur an Locke und trete ich gegen diesen Baum, tut mir der Fuß weh, auch wenn vorher niemand den Baum gesehen hat und ich ihn auch nicht angeschaut habe. Was machen wir damit? Mhm. Also, bei Haraway führt das dann in den Beispielen, die sie anführt, häufig dazu, dass für mich eigentlich eine Art Kitsch entsteht. Pseudoliterarischer Kitsch. Wir schreiben jetzt unter dem Label Companionship, versetzen wir uns in das Pinguin-Ei, wo das Küken liegt, vor dem Schlüpfen und lassen das Küken die Schlüpfgeschichte erzählen. Ja, großartig. Das ist wirklich das, was immer garantiert nicht funktioniert. Und was bei mir natürlich auch überhaupt in keiner Weise gemacht wird, ich erzähle ja normalerweise sehr ungern in der Ich-Perspektive, das ist sehr bewusst ein Ich-Text. Das heißt, es ist deutlich, hier spricht immer nur ein Ich, es ist auch noch ein Personal Ich, das man beziehen kann auf mich, und dieses Ich spricht immer nur davon, was es selbst wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Ich könnte Ihre Frage auch nochmal auf eine abstraktere Ebene spielen und da wird sie dann eigentlich wirklich erst richtig relevant. Für mich zumindest als jemand, der schreibt, mit dem Blick darauf, wie etwas, was nicht menschlich ist, überhaupt geschrieben, ich sage es auch bewusst nicht beschrieben werden kann, überhaupt geschrieben werden könnte. Und hier ist ja deutlich, ich benutze Sprache. Das ist dann eigentlich sozusagen der entscheidende Schlüssel, der zu meinem großen Erstaunen immer wieder so nonchalant übersehen wird. Hier spricht jemand Menschensprache. Und alles, was in diesem Essay passiert, ist in dieser Menschensprache natürlich zu bleiben. Wohin sollte ich denn auch? Die Aufgabe oder die Möglichkeit, die ich dann sehe, die literarische, einen genuinen literarischen Ort, den ich wahrnehme, ist das, was der Essay, was traditionellerweise natürlich auch sehr stark die Lyrik tut, was auch die Prosa tut, ist nachzudenken mit dem Mittel der Sprache über die Bedingungen der Möglichkeit dieser Sprache und der Sprechbarkeit. Mhm. Und deswegen gehören zu diesem Essay zum Beispiel Gedichte. Ja, die sind ja immer wieder für Momente hier, es werden Formen gesucht, Sie haben auch gehört, die unterschiedliche Emotionalität, die unterschiedliche Rhythmik, das unterschiedliche Tempo dieser Prosa, das Erstarren, das Stehenbleiben, das wieder in Bewegung kommen. Die Sprache wird in Bewegung gesetzt, um selbst an diese Grenzen wenigstens hinanzugehen, ranzugehen, näher zu kommen, an sie zu rühren. Und das, worüber wir sprechen hier oder vielleicht auch redlicherweise nur in Anführungszeichen sprechen können, ist natürlich die Mächtigkeit der Fantasien, die wir entwickeln in den Wahrnehmungen, die Mächtigkeit der Projektionen und die Frage danach, wie weit sich sprachliche Veränderungen, damit meine ich redliche sprachliche Veränderung und nicht das Küken sprechen, wie weit diese Projektionen nützlich dafür sein können, um andere Fantasien, Phantasmen, Ideen auch zu entwickeln, die dann tatsächlich in eine andere Art von Companionship und in eine andere Art von Agency und agentiellem Realismus umkippen würden, um sie noch mit einem anderen Stichwort zu füttern, als wir sie bereits haben. Ja, da sehe ich auch eine Brücke. Sie ist zart, aber sie ist vorhanden in das, was man dann konkret lebt. Das ist ja die nächste Frage. So. Ich beiße jetzt nicht an die Köhler an, noch nicht. Nur in der Hinsicht zu sagen, dass ich das sehr spannend finde, weil das im Grunde einen Bogen zu den durchlässigen Zäunen schlägt. Das, was ich am Anfang dachte, dass man da eben genau an diesen Zäunen, was Sie gesagt hatten, wo man eben feststellen kann, dass sie zumindest theoretisch mobil sind und zumindest partiell durchlässig. Das war sozusagen die Idee, die ich mit der Frage hatte, eben auch zu gucken, was dann sozusagen, indem man darauf hinweist, dass man etwas jetzt in Sprache tut und nicht gleich geht und die Steine ausbuddelt und erstmal guckt, was passiert sozusagen. Ich spiele noch auf eine weitere Szene aus dem Wallcreeper an. In der Arktis, die es nicht gibt, gibt es ja auch das Wegerecht. Mhm. Also, dass man einfach gehen darf.
ja, weswegen man darauf wartet, dass sie endlich abschmilzt, weil es ja nicht nur Wegerechte, sondern auch langsam verteilte Schürfrechte gibt, die ja dann sozusagen noch viel tiefer eindringen. Aber, um Sprache nochmal, und das ist jetzt die cheesigste, Entschuldigung, Überleitung nochmal in Bewegung zu bringen, würde ich jetzt gerne das Wort an Nico Bleutke weitergeben, der schon geduldig gewartet hat, um zu lesen. Perfekt, danke schön. Ich lese Ihnen Gedichte, so schließt sich der Bogen von den Gedichten zu Gedichten aus dem Zyklus Nachts leuchten die Schiffe. Normalerweise erzähle ich vor der Lesung immer ein bisschen was dazu, das ist jetzt glücklicherweise auf die Zeit nach der Lesung gerutscht. Nur drei Anmerkungen vielleicht zu den, nennen wir es mal Schichten, womöglich sind das sogar Umwelten, aus denen sich diese Gedichte speisen. Eine Beobachtungsschicht, die Beobachtung von Containerschiffen am Bosporus, das ist das Sprungbrett, von dem aus die Gedichte ihren Ausgang nehmen. Dann gibt es eine Erinnerungsschicht, Kindheitserinnerungen an die sehr viel kleineren Rheinfrachter, die ich als Kind immer beobachten konnte, und an gewisse euphorische Beobachtungen von Lichtern dort. Und eine dritte Schicht ist eine Leseschicht, Alfred Döblins völlig durchgeknallte Dystopie, Berge, Meere und Giganten, in der auch das Meer und die Bewegung des Meeres und die Sätze, die man aus dieser meeresartigen Bewegung entwerfen kann, eine ganz große Rolle spielen. Gegen die Straßenbahn anlesen, das hatte ich auch noch nie. Nachts leuchten die Schiffe. Versenk dich in die Bewegung des Wassers, mischte sich jenes Licht mit dem Licht, erzeugte ihre Verbindung ein anderes Licht, Verwandtschaft von Flucht und Begreifen, ein Zwischending aus Gas und Flüssigkeit, das die Welt umpflügte. Die Wellen verstehen, so wie ein Tanker durch die helle Wasserfläche gleitet. Zellhaut legt sich über Zellhaut, Erkundungsgeschwader für müde Strahlen, und die Ströme quellen, meilenbreite Bänder, wo alles sich aus Masse in Kraft verwandelt, glattes Leuchten, das Zusammenspiel von Zink und Rost verdecken, stumme Kristalle und die Impulse vom Landverkehr. Sand streuen mit einem mürben Klingen, die Kanalrouten waren den Wellen voraus, leichte Fahrzeuge bahnten ihnen den Weg durch das Packeis, wollten die Schönheit des neuen Kontinents abwarten. Die Erinnerungen drehen, dehnen sich langsam, als wären sie Luftfäden, lebende Moostierchen, die Wanderbewegungen verloren gegangener Handelsgüter, die das Licht des Tages aufsaugen und die Frachtarbeiter an Deck, ihre grellroten Westen, die noch kurz in der Dämmerung wachsen. Die Glut vertiefte sich, hob den Erdstoff ein wenig. Meer schien Land und Land schien Meer zu sein, das wieder Land war, Rückstoß, Zeit. Die warme Golfstromdrift sandte ihr Wasser herüber, lief an der Südspitze Grönlands vorbei. Öffne die Tür mit ihrem mürben Klingen, sieh dir den Innendunst an, ein Raum wie ausgemalt von Ideen, der Himmel, nach oben geträumte Tiefe, eine ferne Ahnung von Grundlawinen, ständiges Wachsen und Schichten von Erde. Denk an den Landweg, schau wie vom Meer dort hinein, man baute an einem Korallenstock, von vielen Stellen zugleich stießen sie vor. Schaltkreise, Schleusen von Licht hatten die alten Massen durchbrochen. Räume wie Glas mit ihrem kurzen Strahlen. Als wäre nicht Tag, als gäbe es Schnee nicht und Lungen, keine Strömung, Stau. Folge den Trupps auf dem Weg nach unten. Jedes Ding bewegte sich mit seinem eigenen Drang, ein Öffnen von Schächten,
Buchten, Gespür für veränderte Routen. Denk wie der Tonsand, fern in der Ahnung von Muschelschichten. Denk wie Muskeln und Kalk. Zelle um Zelle baute sich an. Traum von Geweben, Häuten. Wo du hineingehst, siehst du nicht mehr hinaus. Als wäre alles mit allem verbunden. Virus der Weltpost. Nicht mehr Grund und keine Nacht in Gedanken. Ständig im Kreisen. Wachsender Stoff, der sich trug. Vom atlantischen Wasser umfasst. Nach dem erdmüden Meer geschlossen. Als wäre es Sand. Als würde das Licht sich verstärken. Wege wie Luft in den Raum zeichnen. Jetzt ist die Nacht ein Geräusch, in dem Tiere verschwinden. Mit einem Herzen dazwischen, Gespinsten der Vorstellungskraft. Die Maschinen schlagen von unten an die Schiffskörper, während das Wasser schon seine Wurzeln verliert und die Luft in nichts versinkt, Staub und Flocken und Federn. Jetzt mischen die Kristalle den Lauf der Tanklinien neu, schleusen Land an die Decken der Container. Sauerstoff setzt sich ab, wo die Strahlen das Eismeer erkunden und die Fische sich in Fische auflösen. Eine Bewegung, die keinem Traum folgt, erst sichtbar wird im Verschwinden. Und die Schiffe werden schneller laufen, deutlicher schwankend auf der Meeresoberfläche wie auf Schienen, als wollten sie die Zeit streuen, mit erhöhter Umschlagsfrequenz in die Gebäude dringen, die Frachthallen sprengen und sogleich wie ein Flug von Mücken über dem Gebüsch die Erinnerungen aus einem Sommer irgendwann, Stücke von Dunst auf dem Grund der Kindheit, von einem Wasser irgendwann. Ein paar Kinder schneiden einen Apfel auf dem Balkon, reichen mir die Stücke, während ich auf den Fluss blicke und die Frachter höre, ihr Klopfen. Schau, wie die Wärme sich dehnt. Schau, wie die Frachter auf ihren Decks die Strahlung mitnehmen, während ich ein paar Blätter aufsammle, sie mit der Hand umschließe und ihren Duft abwarte. Kleine Waren, die Strom saugen, sich unter Licht zusammenfalten. Die Landschaften drehen von ihren Trassen, die Routen aus Licht und Sauerstoff in Gedanken. Die Strandschatten drehen schnell wie Glut über Zellen hinweg. Die Docks und die Fluchtlinien drehen, das Eis und die kontinentalen Tiefen. Alles auf Strom, ohne Gewicht in den Lungen. Verwandtschaft von Kraft und Enthaltensein. Nah mit den Strängen vertraut, dichter als Quarz. Wo die Drift sich mit Staub verbindet und die Pflanzen Sand in die Luft zeichnen. Streulicht in Schichten, ohne Geräusch. Eine Bucht, wo man landen kann und die Zaunflächen drehen. Ihr Leuchten, die Westküsten drehen und die Güterwaggons, die Peaks und die Algodones. Falte legt sich über Falte, Erkundung für waches Schauen. Und nichts verdeckt, dass die Spuren den Spuren gleichen und die Körper sich in nichts auflösen, zurück in sich selbst, wie Rost in Glas, wie hinter Schnee ein Gesicht, das nicht verloren geht, ohne dass die Tanks ihr Klopfen einlagern und ein Echo von Frost zu finden ist. Schneller Flug durch Rauch an den Grenzen entlang. Tschukurja öffnet sich und Jizre, Gao öffnet sich, Sikasso, Tamanrasset, Wat, wo die Jaboas laufen und die Tiefen mulden, der östliche Landweg vom grünen Ladoga-See bis zum Weißen Meer, nah am Uranerz, den Herden von Salz und Gisch, die entstehen, langsam die Routen fassen.
Irgendwann geben die Flocken nach. Mit einem Tropfen dazwischen, mit einem Klang. Wenn du lange genug wartest, wachsen die Schalen auf dem Tisch weiter und die Blätter in der Hand werden zu Gras, in dem du selber sitzt. Greif ins Holz, ein paar Fäden Schlaf, ein paar Fäden Zink. Du blickst lange in Richtung Schleuse und der Fluss wird zu einem Schacht, durch den die Wärme kommt, mit ihrem Drang, mit ihrem Greifen. Ein wunschloses Brüten von Haut und Insekten, dichter als Harz. Und du weißt nicht, ob die Fische den Kalkschatten folgen oder die Beeren Wachs in die Luft schlagen. Jodstoff in Schichten, ohne Geräusch. Riecht wie Heu, sagen die Kinder, mit einem Fluss dazwischen. Und du weißt nicht, ob sie an Wörter denken, an Pflanzen oder sich in die Bewegung des Wassers versenken. Ein paar Männer warten am Ufer, streuen Sand über die Bänke, graben Muscheln aus mitsamt den Wurzeln. Wenn du lange genug hinsiehst, kommen die Äpfel wieder zurück und du wächst noch im Halbschlaf irgendwann. Deine Mutter öffnet die Balkontür, streicht über das Holz, doch es ist, als würde das Wasser verschwinden und du könntest einfach hinübergehen. Du folgst den Schienen, siehst den alten Güterbahnhof und während der Staub sich verteilt, nimmst du einen der rostigen Waggons und befüllst ihn mit Kautschuk und Federn, Mineralien und Blüten, die fast schon schlafen. Und ein letztes. Und ist die Luft, könntest du fragen, ist das Wasser schon zurück in die Zeit gefallen? Funkzeichen geben mit einem schwachen Kabel, sich nicht zu dicht den großen Frachtern nähern. Nachts leuchteten die Schiffe, stießen sich von der Wasserfläche ab. Zarte Seewalzen lösten ihre Materie langsam auf, schafften sich einen Platz unter dem Meeresboden. Drehbrücken, Ströme aus Land. Es war ein seltenes Licht in der unteren Luftschicht. Kein Salz, kein Muskelgewebe, nur Güter, die blinkten, sich auf den Decks zusammenzogen. Abstoßen, fragen, langsam bewegt sich alles auf Schlaf, als wollten Körper verschwinden, ihr Murmeln umgab sie wie flüssiges Eis, als wollten Lücken sich auftun und weiter oben schließen, sich geräuschlos zurückziehen wie Rauch von starken Winden. War da das Feuer schon, das fackelnde, abfackelnde Licht? Mücken tauchen auf, verstreut im Gedächtnis, Wurzeln dazwischen, Schächte, alte, verwitterte Lavaschichten sammelten sich um das Licht. Der Staub verfärbte sich, wurde rot, glühend, die Elemente rissen an dem Rumpf. Flüchtige Lungen, Fasern, Korallen verwandt, liefen dem Festland entgegen, liefen, tauchten, liefen. Das Meer umströmte jetzt die Inseln, lenkte den Zufluss wieder ab. Kein Feuer, alles wandert. Gib mir Wasser, drehe das Eis. Danke. Mir fällt das jetzt auf, wie schön sich das quasi komplementär ergänzt. Was mir jetzt noch viel stärker aufgefallen ist als beim Lesen, ist, dass gerade das Ich, was bei Ihnen so stark war, hier nicht Ich sagt, sondern Du und wenn, dann Du weißt nicht. Das aber erstmal nur als Beobachtung. Die Frage wäre tatsächlich, Sie sprachen gerade von Schichten und sagten ja selbst schon, dass man das vielleicht auch als Umwelten verstehen kann. Wie hängen denn diese Schichten zusammen
hier? Beziehungsweise kann man die hinterher oder kann man die noch als Schichten sozusagen identifizieren, wenn sie einem das nicht sagen? Das ist in der Tat die gute Frage. Ja. Das ist sozusagen für mich das Repertoire, aus dem sich das ursprünglich mal gespeist hat und das sich natürlich im Laufe des Schreibens erst entwickelt hat und nach angereichert hat. Ich saß dort, ich hatte das Glück, in Istanbul sein zu können für ein halbes Jahr, ein gutes, und saß dort mit Blick auf den Bosporus, ein großes, fast quadratisches Fenster, das sich so nach und nach wie in einen Bilderrahmen verwandelt hat, und dahinter konnte ich diese riesigen Containerschiffe und Tankpötte beobachten, die dort zwischen dem Marmarameer und dem Schwarzen Meer hin und her fahren. Und dieser merkwürdige Widerspruch zwischen Tonnen an Technik und Stahl und dieser leichten, gleitenden Bewegung, in der man die Schiffe beobachten konnte, der hat so einen Grundimpuls freigesetzt, nicht nur diese riesigen Schiffe immer wieder zu beobachten, fast meditativ, fast manisch, sondern auch nachzufragen, was ist eigentlich die dahinterstehende, nennen wir es mal Ideologie, die Ideologie der Globalisierung, das mit dieser Art von Handel und mit dem ganz Kleinmachen und ganz Unwichtigmachen, dass des Faktors Transport plötzlich wirklich die Weltwirtschaft sozusagen umgestülpt wird, weil es viel günstiger ist, etwas an einem anderen Ort zu produzieren, weil der Transport so billig ist, als es jetzt meinetwegen neben der Fabrik, die und die das und das Teil herstellt, vonstatten geht. Das hat mich sehr interessiert. Ich habe mich mit den verschiedenen bildlichen, metaphorischen Möglichkeiten, in denen der Container immer wieder vorkommt, beschäftigt. Habe mir die Kippbewegung angesehen, Ausbeutung von Rohstoffen, Menschen, die Länder, in denen sie leben, verlassen müssten. Das konnte man in Istanbul 2013, 2014 schon jeweils ein Jahr vorher beobachten, bevor es dann sozusagen im satten Europa deutlich sichtbar wurde. Und nach hat sich eben im Prozess des Schreibens eine Erinnerungsschicht hineingezogen, eine Kindheitsschicht, die sehr euphorisch aufgeladen ist, die kleinen Rheinfrachter, die ich als Kind auf dem Balkon meiner Großeltern immer beobachten konnte. Und die Dinge haben sich miteinander kurzgeschlossen. Und nebenher gelesen habe ich Dublins Berge, Meere und Giganten, das inzwischen ja so eine Art Ikone für alle Schreibenden, Denkenden, die sich in irgendeiner Weise mit ökologischen Fragen beschäftigen, geworden ist. Das war damals auch so ein Buch, das ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte und das sehr mühsam zu lesen ist, weil sich dort eigentlich ohne Punkt und Komma über reihenweise Seiten die Sätze wälzen. Und das kam eben als neuer Impuls hinein und ist dann über Zitate auch eingewandert in den Rhythmus dieses Textes. Was für mich spannend war, war aber dann am Ende gar nicht so sehr diese stoffliche Schicht, sondern die Formen des Sprechens gewissermaßen. Also ich bin ein großer Liebhaber, unter anderem der Romantik, also als poetischer Form. Da gibt es so diese Vorstellung, dass nicht der Seeigel, sondern der Igel, wie Friedrich Schlegel es genannt hat, der quasi zusammengerollt in alle Richtungen ausstrahlt. Und diese romantische Idee, alles könnte alles mit allem verbunden sein. Man versucht, Querverbindungen herzustellen, stößt, um mit Ulrike Dresner zu sprechen, überall auf Verflechtungen, ist etwas, was mir in meinem Schreiben sehr, sehr nahe ist. Und das Irritierende war, plötzlich in dieser Ideologie der Globalisierung eine ganz ähnliche Vorstellung zu entdecken, nämlich auch, dass über diese Meeresrouten, über die Verkürzung von Transportwesen alles miteinander verbunden sein könnte. Und solche Querverbindungen, dass man also denkt, klassischerweise, naja, im Gedicht, da bin ich frei und habe andere Arten des Sprechens, plötzlich in diesen doch für meinen Geschmack eher kontaminierten Welten zu entdecken, hat einen großen Schreibimpuls freigesetzt. Und eben, ich habe versucht, diese verschiedenen Arten des Sprechens, da kommen dann auch die Imperative hinein, auch wieder in Form eines Schichtungsverfahrens irgendwie in den Texten auszuspielen und sie so sprechen zu lassen, gewissermaßen. Und wenn dann, den Vers habe ich nochmal aufgeschrieben, jedes Ding bewegte sich mit seinem eigenen Drang. Also ist das sozusagen für Sie ein Weg, um diese Dinge dann auch selbst, jetzt weiß ich nicht genau, wie man das sagt, zum Leben zu erwecken, ist mir zu magisch, aber sozusagen in ihrer Eigenständigkeit, Agency, irgendwie sichtbar zu machen, sind die dann so oder werden die sozusagen so?
wer sind die Dinge? Ja, die, Satz, ja, also wer diese Dinge sind und ob dann, es sind ja dann die Schiffe und Pflanzen, die Sand in der Luft verteilen und so weiter und so fort. Also alle diese Dinge, auf die sozusagen, also werden diese Dinge auch zum Sprechen gebracht oder erscheinen oder passieren die sozusagen, sind die überhaupt erst in diesem Sprechen da? Beides, die gehen natürlich als Essenz gewissermaßen aus diesem großen Erinnerungs- und Sprachrepertoire, aus dem sich bei mir immer das Schreiben speist, hervor. Und werden aber natürlich dann in eine eigene, mit sehr viel Imagination angereicherte Sprachwelt übersetzt und sind da natürlich dann erst über Rhythmus, Klang, über Formen des Sprechens, des Redens, die man übereinander legt, über den Versuch, über eben auch Zitate, die reinkommen, Stimmen anderer Dichterinnen und Dichter, manchmal auch Vielsprachigkeit, so ein in sich aufgerautes Sprechen zu erzeugen, das eben nicht mehr als eine eindeutige Stimme lesbar und hörbar im besten Fall wird. Das interessiert mich auch deswegen, weil es, glaube ich, etwas ist, was, also zumindest von hier aus sieht es so aus, oder ich konstruiere es jetzt, Ihre Texte alle verbindet, dass etwas sozusagen, also einerseits die Frage danach, welche Rolle nichtmenschliche Dinge und ich sage ganz bewusst immer nicht natürlich, um nicht diese Opposition aufzubauen, sondern sozusagen also ich und nicht ich, zu Wort kommen können oder so eine Art Eigenleben vielleicht auch aus sich heraus entwickeln können, das eine. Und was, da kommt jetzt die Verbindung her oder dieses alles ist verbunden, ist ja etwas, was oft als so eine Art naiver Schluss in der Umweltbewegung, alles ist mit allem verbunden und wir sind irgendwie die Erde und man lächelt schnell drüber, aber tatsächlich ist das eine unglaublich komplexe Behauptung, wenn das stimmt. Und vor allem wäre es eine, wenn man dann eben sagt, dass man das sozusagen in Sprache bringt und im Grunde ja das Gegenteil von dem Umweltbegriff, mit dem wir angefangen haben. Also wenn der Umweltbegriff, mit dem wir angefangen haben, so ein ganz singulärer ist, also der jedes Wesen sozusagen in seiner eigenen Welt einschließt und auch nach den eigenen Fähigkeiten begrenzt, dann wäre dieses alles hängt mit allem zusammen ja genau das Gegenteil. Und ich würde gerne noch mal fragen, wie das bei Ihnen in den Texten ist mit der Vermittlung oder vielleicht auch mit den Verfahren, die dieses sozusagen große Ganze oder gibt es überhaupt ein großes Ganzes, das mit dem Einzelnen vermittelt ist. Bei Ihnen, Frau Seel, muss ich zum Beispiel, also ich komme nochmal auf die Zäune, also das hat mich einfach sehr beeindruckt an der Stelle, wo man sozusagen von dem Ersten, was Sie gelesen haben, sozusagen diesem Ausbruch aus Eden und dem Danach, wo es immer wieder Bewegung sozusagen zum Öffnen, also zum Überwinden von Mauern und Grenzen gibt und dann wieder so eine Art Einhegen. Ist das so ein Verfahren, mit dem man sozusagen auch Einzelnes und Globales, das ist dann eben nicht sozusagen Umwelt, sondern genau dieser Globus der Globalisierung zusammenbringen kann, zusammendenken kann, oder ist das etwas, was vielleicht gar nicht so richtig zusammenkommt? Die Schwierigkeit, glaube ich, in dieser Art ökologischem Gedanken ist wieder das Moment der Handhabbarkeit. Also wenn ich sage, alles hängt mit allem zusammen und die Ökologie schafft eine Gaia-Vorstellung, dann verkleinere ich im Grunde genommen Werelde oder mache ich etwas wieder Vermenschliches, ich es im unguten Sinne. Und das Unmenschliche, in meinem Fall geht es ja auch um das Göttliche als das Jenseitige des Menschen und eine andere Vorstellung von Zeitlichkeit. Also diese ganzen Versuche, selbst eben das ökologische Denken und die Umweltbewegung, sind ja Strategien, der Spezies von Inbesitznahme. Inbesitznahme durch Begreifen und Welterklärung auch in Form von Besitznahme und letztendlich hat das immer auch etwas mit Ausbeutung zu tun. Also ich habe mich
zum Beispiel jetzt für ein Seminar, was ich unterrichte, mit Humboldt beschäftigt, oder auch schon vorher, es kam schon aus meiner Beschäftigung eben mit dieser Prärie-Geschichte, weil in den Amerikas alles so voller Humboldt ist. Und Humboldt gilt ja so ein bisschen gemeinhin als der Erfinder der Ökologie. Und eben diese Art auch der Betrachtung, dass ich eben hingehen kann, dass ich die Proben nehmen kann und dass ich etwas deklarieren kann und dass ich einen Zusammenhang herstelle. Das hat schon so viel mit dieser inkulturierten Inbesitznahme-Ideologie zu tun. Und was passiert denn damit, wenn ich dem einen Namen gebe? Das hatte ja vielleicht einen Namen. Es existierte ja, es war in seiner Welt. Auch die Arktis ist ja eine Landschaft, die seit Jahrtausenden bewohnt ist und nicht leer, von Nichtmenschen bewohnt und von Menschen bewohnt. Und deswegen ist eben, ja, also wir können uns nicht davon freimachen, von diesen kulturellen Ideologien, mit denen wir umgehen, die wir auch vielleicht brauchen, um uns etwas begreifbar zu machen. Wir rennen immer wieder vor diese Wand, aber trotzdem eben zu versuchen, die Geschichten anders zu erzählen und durch andere Narrationen, andere Vorstellungsräume vielleicht zu erschließen, um eben es ein bisschen durchlässiger dann doch zu machen und im Kleinen, also auch es ist ja Menschen unmöglich, ökologische Systeme zu verstehen. Und jedes Verstehen quasi ist ja schon eingreifen und verändern. Und vielleicht liegt eben dann da doch wieder im ganz Lokalen und in einer... Es ist natürlich keine begrenzte Ökologie, weil das ja dann auch mit allem verbunden ist und evolutionär, auch wenn man es nicht ausdenken kann. Aber eben ja irgendwie ganz kleine Schritte und nicht die Erde. Oder da kann Herr Falk morgen Abend viel besser darüber sprechen, über das System Erde oder das Raumschiff Erde. Was ja auch alles Konzepte sind, die dann wieder an Konzepte anknüpfen und nicht an den Baum des Lebens, whatever. Das finde ich interessant ausgedrückt, weil es sozusagen also schon noch anschlussfähig wäre an dieses alte, an diese Formel mit dem Act locally, think globally. Also dass man das schon noch sozusagen denken kann, dass es Zusammenhänge gibt, die man aber eben sozusagen nicht denken kann. Wäre das sozusagen in der Richtung? Und dann an den kleinen... Man muss es ja auch denken. Mhm. Also das ist ja auch Teil der Verantwortung. Mhm. So, auch wenn man weiß, dass man sie nur irgendwie missbraucht, aber trotzdem versucht man ja sein Unmögliches. Ist das denn nicht, also dann im Grunde so eine Art Sprung wie bei der Global Rivers Alliance, daran muss ich gerade denken. Ja. Bei den, ja, ich erkläre, wie ich zu dem Sprung komme. Okay. Bei diesem Punkt, wo Steven in dem Roman entscheidet, er wird jetzt Umweltaktivist, dann könnte man ihm einfach vorwärts sagen, gut, er hat sich halt in Birke verknallt und wenn sie jetzt irgendwie auf Bandleader stehen würde, wäre er halt Bandleader geworden. Mag sein, aber sie gründen ja sozusagen diese Global Rivers Alliance und es wird relativ schnell erklärt, dass wenn sie jetzt eine von den verschiedenen Umweltaktivistengruppen wären, die so ein sehr spezifisches Thema haben, also irgendwie die
ich kriege leider... Ich glaube, es waren so, ich habe so Beispiele genannt, wie so die Allianz für die Erhaltung der Fledermäuse im Schloss Strunz oder so. Genau, das, ja, das genau. Ist, diese, das ist ja viel typischer für den deutschen Sprachraum. Genau, so ja. Super spezielle Sachen, wo man auch am Ende sagen könnte, haben wir geschafft oder haben wir nicht geschafft? Und diese Global Rivers Alliance Idee ist ja dann auch irgendwann so groß zu werden wie der WWF und so weiter und so fort. Und ist, ja. ist es nicht, also mir kommt es vor, als wäre das so ein ähnliches Prinzip, dass man versucht, das eigene Anliegen, was man, würde ich sagen, in dem Fall noch gar nicht so richtig definiert hat, das ist ja auch immer wieder so ein Problem. Es geht um Bonbons und Aperçu, aber nie irgendwie darum, dass man sich wirklich mal den Rhein anguckt und hingeht oder sowas. Also genau nicht dieses Lokal. Und sie bleiben irgendwie auf, ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum das Ganze dann irgendwie so im Sande verläuft oder zumindest Steven nicht mehr Teil davon ist? Also auf jeden Fall gibt's dazu viel zu sagen im Kontext des Romans und sonst, aber natürlich, die haben kein kleines, begrenztes, anarchistisches Projekt, wo sie einfach sagen, wir gründen jetzt ein Kollektiv und machen das, sondern sie wollen eine Karriere draus machen, dass sie einfach davon leben. Dass sie Geld sammeln für diesen Zweck und das Geld kann man so auf diverse Weise ausgeben, wenn man es mal hat, sie haben es noch nicht. Aber natürlich ist so eine Organisation zu gründen, ist so könnte man als in Besitznahme der aller Flüsse des Planeten ansehen, aber natürlich geht es nur darum, auf sie zu verweisen. Und diese Vorstellung, dass die ganze Welt irgendwie zusammenhängt, ich glaube, dass die Datenlage unterstützt diese Vorstellung nicht. Ich glaube, es kommt eher aus der Mystik. Mhm. Es ist eine religiöse Vorstellung. Wenn man Nature Climate Change liest, dann haben sie große Schwierigkeiten, statistisch relevante Zusammenhänge herzustellen zwischen Wettersystemen in der nördlichen und in der südlichen Hemisphäre. Also man bildet sich ein, jeder Schmetterling würde irgendeine Auswirkung haben auf der anderen Seite der Erde. Schön wäre es, weil dann könnte man es dann mit einem Rechner sehr viel leichter modellieren. Aber die Climate Models sind absolut nicht akkurat. Also witzigerweise gab es so die neueste Theorie dazu, wieso sie alle nicht stimmen, ist, weil man komplett ausgeblendet hat, dass die Atmosphäre relativ hoch in die Stratosphäre reicht. Also hat man einfach nicht mit eingerechnet. Also das heißt, man will, dass alles zusammenhängt. Das ist ein ganz natürlicher menschlicher Wunsch, weil dann ist es so viel einfacher. Und gleichzeitig, ich meine, ich habe es nie geschafft, die eigene Mutter richtig zu verstehen. Also, ich meine, was soll's? Das könnte dann tatsächlich mit Gaia, wenn Gaia Mutter Erde ist, schwierig werden. Aber ich frage mich, ob das nicht so ein ähnliches Problem ist, wie das, was Frau Seel gerade sagte mit den Texten. Also ja, diese Modelle haben ihre Grenzen, aber liegt es nicht sozusagen daran, dass die Zusammenhänge zu viel sind? Also das mag sein, dass man sozusagen einfach nur die Effekte nicht versteht, weil was man ja beobachten kann, ist Rückgang irgendwie des Polkappeneises und Abschmelzen von Gletschern und so weiter und so fort, was vorher nicht da war, dass das sozusagen einfach noch nicht in der adäquaten Form formuliert ist. Ich liebe das, dass diese Modelle ja auch formuliert werden, nicht nur berechnet, sondern... Aber ich meine, so integer sind die Menschen nicht. Also ich verstehe nicht, was die wenigsten wollen irgendwie in einer zusammenhängenden Welt leben. Die meisten wollen irgendwie sagen, oh Liebling, ich liebe dich über alles und dann also am gleichen Abend das Gleiche deiner anderen sagen. Also das heißt, dieser Drang zur Konsequenz ist nicht wirklich vorhanden. Mhm. Und wenn man schreibt, ist es durch Verweise auf eine Art Konsensrealität. Also man kann natürlich die Grenzen von diesem Konsens versuchen, ein bisschen zu dehnen. Aber das Bild entsteht so, wie wir, wenn wir ein Smiley ansehen, es sind ein Kreis, ein Strich und zwei Punkte und wir sagen, aha, menschliches Gesicht. Und wenn man eine Welt entwirft in einem Roman, ist es nichts anderes. Mhm. Also es müssen einfach ein paar Details richtig ausgewählt werden und dann ist die Welt für den Leser
ungefähr so reell, wie seine reelle Welt nun mal ist. Ich meine, die visuelle Welt, die wir alle sehen, die hängt zusammen. Ich glaube, die visuelle Welt ist das Problem, weil man denkt, oh, also ein Bildschirm, okay, dann gibt es halt eine Substanz da draußen. Aber wenn man anfängt, es zu beschreiben in Worten, wenn man anfängt zu denken, merkt man sehr schnell, wie wenig man versteht, wie wenig man dahinter kommt, wie wenig Ahnung man hat. Ich glaube, dass sich das tatsächlich näher ist, sozusagen, als ich gerade erst gedacht hatte. Aber ich würde Sie, Herrn Bleutke, nochmal fragen, ist das denn was, wo Sie auch sozusagen mit arbeiten können? Weil das wäre ja im Grunde genau dieser Rahmen, den Sie beschrieben haben, des Fensters, durch den Sie geguckt haben, auf die Schiffe, und dann sieht man sozusagen Zusammenhänge, wo man die vorher nicht gesehen hat. Spielt es denn dann überhaupt noch eine Rolle, ob die sozusagen wirklich zusammenhängen oder nicht? Ich verschiebe es mal ein ganz bisschen. Also was mich vor allen Dingen interessiert hat und was für mich auch entscheidend ist in dem Satz, alles ist mit allem verbunden, ist nicht so dieses Kitsch- oder Klischeebild, wie man es in der erwähnten Umweltbewegung zum Beispiel hat, sondern dass ich über die Sprache, wie ich sie in der Literatur, eminent im Gedicht, verwenden kann, die Möglichkeit habe, alles miteinander in Beziehung zu setzen. Mhm. Das ist ein kleiner Unterschied. Also indem ich Querverbindungen entdecke, sie willkürlich herstelle, über Klang, Assoziationen, Rhythmus, über kleine etymologische Splitter, die ich vielleicht entdecke, indem ich einen Klangmoment, eine Assonanz, was auch immer, mit einem Bedeutungsmoment in einer anderen Sprache zusammensetze. Also ich stelle Verbindungen her und trotzdem weiß ich, und das ist eigentlich das Schöne, diese Doppelbewegung, es ist ganz und gar willkürlich. Mhm. Und was mich darin interessiert, ist eben, dass es eine Gegenbewegung zu allen Vorstellungen von Eindeutigkeit darstellt, wie sie eben in der Verkürzung von Sprache sehr gerne geschieht. In der Verkürzung von Sprache ganz normal, wenn wir uns jetzt hier unterhalten und die Sprache auf Informationsaustausch zusammenschnurren lassen, aber eben auch in der Ideologie, man braucht nicht nur zu Herrn Trump gucken oder anderen politisch mehr oder weniger desinteressierten Leuten, diese Ideologie der Eindeutigkeit und etwas klar zu sagen, womit ja immer auch ein absoluter Macht- und Herrschaftsanspruch verbunden ist, eben durch solche Kleinigkeiten der Sprache, in denen ich etwas spielen lasse und diese Eindeutigkeitslinie unterlaufe und brüchig mache, das ist eben eine sehr elegante Art, um nicht seinerseits Gefahr zu laufen, Übersetzungen und Aussagen sozusagen dieselbe Struktur zu bedienen, obwohl ich inhaltlich was anderes sage. Und ist das, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass hier zwei Sachen sozusagen zusammenlaufen, die Sie auch so benannt haben, sozusagen einerseits das in Beziehung setzen durch Sprache und andererseits sprachen Sie davon, dass, oder in Ihrem Essay davon, dass Sie nach Sprache suchen sozusagen in den Spiegeln. Sind es dann nicht sozusagen gegenläufige Bewegungen? Und als Frage, nicht nur so suggestiv, ist denn, wie verhindern Sie denn, dass sozusagen dieses Planet haben nicht auch so übergriffig wird? Also einerseits sozusagen das sozusagen auszustellen und andererseits zu sagen, dass man sozusagen auch darüber vielleicht wirklich in so einer pragmatischen Weise gar nicht so hinauskam. Aber wie verhindern Sie das, dass das sozusagen in dieser Weise kolonial wird? Oder wollen Sie das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage verstehe. Was ist daran kolonial, außer dass sozusagen jede Art von Sprechen dann kolonial wäre? Vielleicht ist sie das in einem gewissen Sinn, nachdem wir dann fragen müssen. Aber was ist daran kolonial, wenn ich versuche, eingefahrene Sprechweisen, eingefahrene Bahnen des Sprechens zu verrücken, tatsächlich, nach anderen Arten von Zusammenhängen zu suchen? Und ich denke, in der Diskussion, die wir jetzt hatten, würde ich gerne noch etwas ergänzen. In der Physik gibt es ja einen großen Spalt. Die Quantenphysik und die Astrophysik, das lässt sich nicht miteinander verbinden. Das Kleine und das Große klaffen auseinander. Die Physik sehnt sich nach der einen großen Theorie und bringt sie nicht zustande. Und so ähnlich kommen mir diese beiden Aussagen vor, mit der wir angefangen haben heute, das kleine Segel
Ich und seine Umwelt und der Satz, alles ist mit allem verbunden. Die verbindet auch etwas, und man kann sagen, es sind eigentlich so Totstellsätze. Es sind Sätze, die sind so erfroren, so erstarrt, dass sie alles und nichts mehr bedeuten, dass man auch mit ihnen nicht mehr arbeiten kann. Die Bewegung und der Diskurs findet dazwischen statt. Und da geht es dann also um die Frage, welche Zusammenhänge eben werden hergestellt überhaupt und welche Valenz, welche Wertigkeit wird ihnen zugemessen, aus welcher Haltung heraus wird gesprochen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir dann gucken sollten. Nicht das Phantasma der Alleserklärung oder das Phantasma der Nichtserklärung. Und ich muss an ein Beispiel denken, ich möchte gerne was aufgreifen, was Daniela sagte, als sie von Humboldt sprach. Humboldt als der Entdecker, sozusagen einer der Gründervater der Ökologie, natürlich auch eine Konstruktion, ein Zusammenhang, der hergestellt wird. Interessant, damit kann man immer auch etwas erkennen. Aber noch Humboldt hat sich so verhalten wie die Wissenschaftler und Eroberer zu seiner Zeit typischerweise. Das Material, das er untersucht hat und das er beschrieben hat, war tot und wurde verpackt und tot nach Europa gekarrt und dort wurde es weiter verzeichnet und klassifiziert und so weiter. Und so ähnlich kommen mir all diese Sätze vor, mit alles ist mit allem verbunden. Und erst Henri Fabre hat dann mit seiner Insektenkunde einen großen Tabubruch begangen, denn er hat sich plötzlich dem lebendigen Tier zugewendet. Nicht mehr dem toten, aufgespießten Insekt, sondern angefangen, das lebendige Tier zu beobachten, wurde deswegen auch ausgestoßen aus allen Wissenschaftszusammenhängen. So verfährt keine Wissenschaft. Aber das ist, glaube ich, das, was auszuhalten wäre. Und dann komme ich auch in einem Reifschluss zu Ihrer Frage nach dem kolonialen Gestus, der vielleicht darin steckt. Das mag sein, dass, wenn man so weit geht, dass jede Sprache, jeder Sprache kolonial ist, was ich eben nicht glaube, dann wäre es das. De facto aber, glaube ich, ist der Versuch, so über Dinge zu sprechen, dass sie in ihrer Lebendigkeit nicht erstarren und nicht erstickt werden, sondern dass man sich dem aussetzt, diese Lebendigkeit auszuhalten, also eben immer wieder neu anfangen zu müssen. Keine, ich habe es begriffen, Sätze sagen zu können und die werden jetzt sozusagen in Stein gemeißelt, sondern mit der Veränderlichbarkeit der Lebendigkeit mitgehen zu müssen, dann löst sich natürlich auch koloniale Gestik auf, weil es dann, und ich glaube, das ist dann vielleicht der Kern des Ganzen, es geht doch darum, nochmal neu nachzudenken, wie wir Machtverhältnisse verteilt sehen wollen, wie sie verteilt sind und wie wir sie sehen wollen, was wir uns, welche Fantasien der Andersverteilung und eben eines anderen agentiellen Realismus, einer anderen Agency auch, können wir entwickeln. Und ich denke, dass da das Nachdenken über eine andere Art von Sprachgebrauch durchaus ein Schlüssel sein kann. Ein Schlüssel schließt eine Tür auf, der erzeugt kein Ergebnis. Ich freue mich, dass wir also quasi ohne Ergebnis bleiben, denn Sie werden es gesehen haben, dass mir unauffällig schon die Uhr, die ich extra ignoriert habe die ganze Zeit, gezeigt wurde. Ich muss jetzt also leider sozusagen abschließend, aber eben nicht leider, sondern mit großer Freude danken für Ihre Bereitschaft, in großer Runde zu diskutieren, was ja immer auch heißt, dass von vornherein klar ist, dass wir gar nicht lang genug reden können. Ich freue mich, dass diese Woche die Gelegenheit gibt, die Diskussion fortzusetzen. Danke nochmal allen Veranstaltungsbeteiligten und vor allem Ihnen für die Bereitschaft mitzumachen und Ihre sehr spannenden Antworten. Vielen Dank und Ihnen allen fürs Kommen. Darf ich noch was sagen? Ich hätte es bestimmt vorher sagen sollen, aber ich habe es komplett vergessen. In 2 Tagen erscheint ein neuer Roman von mir. Mit dem Titel Das hohe Lied. Und die erste Hälfte geht um Rockmusik, aber die zweite Hälfte um eine Grüne. No, sorry.